snaggen heute über die E3. Snaggen. Wir schnacken müssen rum. Ja, wir haben, also wir reden einfach mal so über das Spiel. Wir haben so eine kleine Liste vorbereitet und reden ein bisschen drumherum. Und zum Schluss kommt dann natürlich, was erwarten wir uns so, oh Gott. Was erwarten wir halt so? Was, oh Gott? Ja, ich weiß nicht. Kennst du das ja, diese Vorschau, ne, beim Dashboard? Die ist jedes Mal bei mir mit Ton, obwohl ich die jedes Mal ausmache mit Ton. Und dann habe ich gerade so, hallo. Du hast wieder keinen Twitter gemacht, ne? Komm, du machst mal die Vorrede, ich mach hier Twitter Real. Genau, Schulz hat er ja unter mir, wie ihr seht. Wir haben was schön. Ich schieb den nächstes Mal nach oben. Dankeschön. Ja, Schulz macht schnell Twitter, wenn ich Ding machen. Ja, wir fangen einfach an. Wir reden über die jeweiligen Publisher, was die geplant haben, was sie mal gesagt haben, was sie geplant haben. Dann unsere Vermutung. Natürlich reden wir über jedes einzelne Spiel, was sie mal gemacht haben. Wird sicher, also die. Das vorab, ne, das hier. Wird sicher mal so eine Stunde dauern, Leute. Also nicht nur eine Stunde, zwei Stunden locker. Weil es gibt viele Publisher, es gibt viele Spiele, was wir vorbereitet haben. Und. Und danach zum Schluss kommt noch so schnell so, okay, was erwarten wir, was wünschen wir uns für die E3 und ja. Natürlich sagen wir euch natürlich auch an, wann die die Pressekonferenzen sind, weil die werden ja bei uns hier mit mir live gestreamt. Also wir streamen das live, dass wir ein bisschen reden können darüber und so. Manche sind spät, ich glaube, das späteste ist 4 Uhr in der Früh. Und ich schaue natürlich, dass ich so gut es geht nicht verschlafe, aber ich werde vortags sehr viel schlafen, Nachmittag oder so. Und ja, also das Einzige, was wir jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, nicht so vorbereitet haben. Naja, Banausen, servus Tom, grüß dich! Herzlich willkommen zu unserem E3 Talkie Schnaggen über E3. Schnaggen. Warte, ich muss jetzt schnell dann retreat hier. Twitterino. Servus, Chica, grüß dich. Jesse! Hast du brav gelernt? Wie ist es dir gegangen bei der Schularbeit? Übrigens, ich habe heute auch eine Klausur geschrieben, ne? Ich hatte richtig Angst. Weil ich dachte, weil das so ein Lehrer, das zum Beispiel. Oh, danke dir nicht für den. Bitteschön! So ein geiles Würstchen. Was habe ich verpasst? Der Lehrer, noch kein. Nichts verpasst hast du. Nein, nichts. Ich wollte gerade mal der Leidensgeschichte heute. Ja, Schulz erzählt gerade seine Leidensgeschichte. Ja. Es war ja der Lehrer, falls ihr die Geschichte auch mal vorher mitbekommen habt. Da war ja eine Klausur, wo sogar ein Mädchen geheult hat. Das war der Lehrer und deswegen hatte ich auch Angst, dass es wieder hardcore wird. Aber ey, es hat gefluckt wie der 1, ne, so bam, 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 hab den Lehrer angeschaut, easy. Easy. Wollte gerade das N-Wort sagen. Hab ich noch, aber unter Kontrolle gehalten. Die Nougat-Schnitte. Jesse, da würde ich einfach mal raten, da gibt's sowas, ne, ich weiß nicht, ob das dein Handy auch hat, da gibt's so einen Port, ne, da steckst du irgendwas an, dann ladet dein Handy. Das ist ganz interessant. Crazy. Super, echt, das ist super gegangen, super, freut mich. Aber ich muss sagen, meistens, wenn ich immer gesagt habe, bei Schularbeiten, boah, die Schularbeit wird ein Fetzen, hatte ich eine 1. Und wenn ich gesagt habe, boah, die Schularbeit, ich war so geil. Streber, das gibt es. Dann war es immer so eine 3. Ja, ich habe mal wegen der 3 geheult. Boah, Alter. Das ist wirklich so erstes Stadium eines Strebers. Ey. Kein Wunder, dass du gemobbt wurdest. Servus, Stresses! Hallo, Werbungskanal. Ja. Jede Werbung, die kommt, Money, Bitches. Money, ja, genau, Money, wir Money. Kriegen ja immer das Geld hier. Mein Handy ist am Lappy angesteckt. Ja, aber ladet eher längsamer, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch. Ja, ladet immer so längsamer ein bisschen. Alright, Freunde. Ich würde sagen, wir starten so langsam los, weil wir wollen ja heute auch noch was zocken. Mhm. Und ich weiß, ich kenne mich und Denise. Wir labern dann Pausen los und dann finden wir kein Ende. Deswegen rasch mit dem ersten Präsentator auf der E3 starten. Mit EA. Genau. Dass diese übrigens findet am Samstag, den 10. Juni um 21 Uhr an. Das ist auch, glaube ich, die erste, was da anfängt. Stimmt, ich habe mir übrigens auch die Zeiten aufgeschrieben. Ja, ich habe mir auch die Zeiten hier aufgeschrieben. Vorbereitung, Freunde. Ja, nein, das ist das erste. Und da wird auch der Schulz noch mit mir dabei sein, im Streamy talken und so. Yo. Ja, leider nach geht's leider nicht, der muss ja arbeiten. Leider auch die unspektakuläre Veranstaltung, finde ich. Ja, genau, also letztes Jahr war es nicht da echt so. Also ich bin gespannt, wir reden jetzt, wir wollen ja nicht so querbeet, sondern ein bisschen nachplanen. Ne, was für eine Klausur fuckt der Tom? Geschäftsprozesse. Mhm.
Henny Stream und Lappy Anime. Oh, Henny Stream, das könnte sein, dass Jess in der Bahn unten abkackt. Weil es mir auch mal passiert, ich hab's angesteckt gehabt, hab's einen Stream an ihm beigeschaut, auf einmal hat er doch den Akku ganz drunter gehabt. Cool, Werbung. Jess hat schon wieder. Black Screen, Kebab, du meinst jetzt das hier, also das ist normal? I name mein Bruder! Kebab! Wie geht's dir? Das ganze Woche nur essen, geil! Nein. Ja, aber ist die E3, ich weiß gar nicht, so lange ist es auch nicht mehr hin, ne? Noch 2 Wochen, glaube ich. Ja, noch 2, ja, so ungefähr. 2-3 Wochen, dann steht sie schon vor unserer Tür. Also der Showdown, der startet schon. Ja, genau. Ja, Edra, ich weiß nicht, machst du immer so die Reihenfolge oder? Ja, gut, dann beginnen wir einfach mal. Ich habe so eine schöne Liste erstellt. Genau. Wo wir einfach mal ein paar Informationen. Und hallo, Keba, wie geht's dir denn? Genau. Wir werden ab und zu mal auf den Chat eingehen. Also nehmt uns nicht böse, wenn wir die ganze Zeit labern und wenig auf den Chat eingehen. Wir nehmen das auch ein bisschen, ich würde sagen, wir laden das auch einfach auf YouTube hoch, ne? Für die Leute, die es vielleicht verpasst haben oder das vielleicht noch nachgucken wollen. Ja, genau. Also auf alle Fälle wird das dann auf YouTube. Ja. Ja. Streetfood also. Festival, cool. Ich liebe das gern. Ich saß schon nicht, aber ja. Streetfood Festival, ist ja irgendwie geil. Aber irgendwie auch falsch. Ich will nicht auf der Straße essen. Nein, das sind, wo diese ganzen Autos kommen, wo sie Küchen in so alten Schulbussen haben. Bei uns nennt man das Straßenfest. Echt jetzt? Ja. Nein, bei uns gibt es das eigentlich nur einmal jedes halbe Jahr. Wo bei mir in Bern ist auch Food Festival. Ja, bei uns in der Stadt kommt sie auch gleich, muss ich sagen. Anfang Juni, glaube ich, aber da bin ich leider nicht da, deswegen. Shit happens, ja. Aber gut, wir fangen mit EA an. Mhm. Und da hat schon Unterpunkt Sportspiele. Wird auf jeden Fall kommen, das ist Gesetz, weil EA ist der, würde ich sagen, der größte Sportspiellieferant. Es gibt ja noch 2K, die haben ja auch dieses Basketball noch, dieses NBA 2K. Aber so mehr Sportspiele von anderen kenne ich gar nicht. Also so Indie-Entwickler, aber so große Publisher, die interessieren sich dafür gar nicht, ne? Nein, EA halt auch viele, muss man sagen, viele Rechte, Lizenzen, ja. So man merkt FIFA es ja auch bei Konami, ja, da sind ja bei PES, da sind ja sehr viele Namen nur so ähnlich. Sie dürfen ja nicht die echten Namen haben, weil das hat ja FIFA, EA. Ja, genau. Also, ich glaube, es ist auch sehr teuer auf Sportspiele, ne? Weil ich glaube, es. Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass FIFA Fall. Einfach so, EA sagt, ja, nimm ruhig unseren Namen her. Ich glaube, das ist. Vor allem FIFA ist richtig geldgeil, Freunde. Ich sage es euch. Aber kommen wir zu einem spannenderen Spiel, wo ich mich noch sehr gespannt bin. Need for Speed, Freunde. Gerade angekündigt. Hat keiner mit gerechnet, dass schon ein neues rauskommt. Das neuere ist ja. Ist ja noch nicht so lange her, ne? Also ich weiß nicht, wie hat es dir eigentlich der Neuanfang, sage ich mal, gefallen? Den was war, wenn ich fragte, auf das letzte Spiel Need for Speed? Das hieß nur Need for Speed. Das war nochmal so ein komplett Neuerung. Warte, war das, wo ich nur rumgefahren bin und gewechselt habe, oder? Auf der Straße. War das nee, das? Das war mit den echten Cutscenes. Da haben die doch echte Schauspieler genommen, so das total irgendwie cheesy aussah, weil dann haben sie alle auf einen coolen Dude so, ey, gib Handshake und so und waren voll stolz darauf, dass sie echte Personen da hatten. Okay, ne, also ich glaube, das letzte habe ich jetzt nicht gespielt, aber ich muss sagen, ich habe Need for Speed Most Wanted war mein liebster Teil. Ja, Most Wanted 2 war aber scheiße. Ja, das war ja dieses Remake, sage ich mal, dieser Reboot. Das war nicht mein Ansatz. Die bist du gefahren und du hast dann die Autos. Du konntest nicht mal. Mir hat das ja gefallen, Need for Speed. Früher muss man sagen, Need for Speed war die Reihe, wo du voll aufgedünnt hast, dein Auto. Geil. Das war das Coole ja daran. Und deswegen, das ist irgendwie voll untergegangen. Seit Need for Speed Shift geht es nur mehr um Autorennen und die besten Autos, aber du kannst sie nicht mehr so tunen, wie du sie dazu mal tunen konntest. Warte ganz kurz, genieße ich auf Schwarzwälder Kirscheis. Schwarzwälder Kirscheis? Wo gibt es denn das hier zu kaufen? Das schmeckt doch nicht, oder? Also ich muss sagen, ich mag keine Kirschen, aber Schokolade oder Haselnuss würde ich dir gerne abnehmen. Also falls jemand bei meiner Tür vorbeikommt, wenn Hasenseins gibt. Ich komm rüber. Ja, also das Ding ist, man hat gemerkt, so Need for Speed hat sich so ein bisschen verrafft, so wo sie jetzt hinwollen. Sie haben ja erst versucht, wie du schon gesagt hast, mit Shift, dass sie ein bisschen so mehr so auf, nicht mehr Arcade, sondern eher auf jetzt Realismus irgendwie gehen wollen, mit diesen Rundstrecken da. Und mit, dann haben sie dann versucht, irgendwie ein bisschen mehr Action reinzubringen mit dieses Need for Speed Run oder so. Das war total scheiße. Zum Beispiel, ich habe alle Need for Speed Teile mal gespielt, weil meine Schwester ist totaler Rennspiel-Fan.
Und die hat halt alle Need for Speed Spiele geholt. Und natürlich auch The Run und Die hat dafür, glaube ich, 60 Euro ausgegeben und das Spiel ist einen Nachmittag durch. Es ist wirklich, du fährst nur eine lange Strecke und dann gibt es halt diese beeindruckenden Cutscenes, ich sag mal beeindruckend, ja, weil es von Michael Bay irgendwie inszeniert ist, aber die waren total Quicktime-Events überhäufen und alles. Das war der größte Müll aller Zeiten. Aber deswegen war es umso mehr gespannt auf den Reboot, sag ich mal, von Need for Speed und hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte sehr mit Spaß mit. Muss sagen, sie haben mir gesagt, sie wollen jetzt mit mehr Tune, ne? Aber das ging irgendwie nicht so. Da waren viele Sachen immer gesperrt. Und das habe ich irgendwie nicht gerafft, wie man diese Sachen freischalten kann, ja. Aber ja, dann haben sie gesagt, neuer Teil, offline spielbar. Das war ja beim anderen Teil nicht so, da musste man ständig on bleiben. Ist für mich ein Aspekt, den ich nicht schlimm finde, immer online zu sein, ja, weil ich bin eigentlich immer online, aber klar, wenn mal Internetausfall ist oder sonst was, dann ist es halt scheiße, weil du kannst nicht zocken, ja, aber gut. Ja, und Tuni und Cops werden auch wieder dabei sein. Klingt eigentlich recht gut. Ich bin gespannt, ob sie Gameplay zeigen werden auf der E3. Ich hoffe es. Oder einfach nur ein Mutig-Trailer. So, ganz kurz, ja. Bim Bam Billa. Beim Billa gibt's Eis, seit wann gibt's beim Billa Eis? Nicht so mit Schiff. Nicht so mit Schiff. Ja, das war aber auch mal eine geile Idee. So Schiffe tunen oder so. Ich hab schon mehr als die Hälfte gegessen. 1 Million. Aha. Wie groß ist denn das Eis? Ich bin eigentlich nicht so Eisfan. Ich bin ganz ehrlich. Servus, Selina, wie geht's dir denn? Alles gut bei dir? Ich bin kein Eisfan, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommt auf das Eis an. Ich muss wirklich sehr heiß sein und jemand sagt, ich lade dich ein. Dann sage ich, okay. Ja, also das war es eigentlich zu Need for Speed. Ich weiß nicht, hast du noch was zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Ich bin abwarten. Ich bin ja skeptisch mit Need for Speed, sagen wir mal so. Ich werde es mir jetzt nicht sofort holen. Ich warte jetzt mal auf die ersten. Meine Schwester mir die sich das geholt hat. Oder so. Von daher. Aber kommen wir weiter zu einem ganz großen Titel, der wahrscheinlich der Hauptact von der ganzen Show sein wird. Star Wars Battlefront 2. Ja, das ist ja eher so ein Hassthema bei mir, ne? Weil ich muss sagen, Star Wars Battlefront 1, das habe ich mich mega verarscht gefühlt, weil ich sag's immer wieder gerne, ne? Das Spiel war 40% Spiel und der Rest war DLC. Ja, also das war so eine Verarsche und ich hatte so eine Wut, weil ich habe mich echt auf Star Wars Battlefront gefreut, weil ich weiß nicht, ob die alten Teile gezockt habt. Ich zum Beispiel war ein riesen Fan davon und habe mich Unmengen darauf gefreut, ob mal auf der PS4 jetzt ein neues Battlefront zu zocken. Vor allem, die wissen genau, wie man uns Star Wars Fans kriegt, ne? Die haben ja die ersten Gameplay-Szenen gezeigt, wo sie halt auf Hoth waren und mit den AT-ATs. Das war so geil, ne? Und ich war so gehypt. Und ja, dann hast du das Spiel und denkst, what the fuck? Das war alles. Ja. So, ich gehe ganz kurz auf den Chat ein. Ich muss immer so kurz stoppen, dann gehen wir weiter. Geht zu euch, wo muss los, Lina? Anstrengender Tag sicher gewesen. Ne? Mir geht's eigentlich gut, ich bin auch ein bisschen fertig. Ich habe heute auf 2 kleine Kinder aufpassen müssen, 3 Stunden. Bob, schon 6%. Wow, das ist nicht schlecht. Guten Abend, Birdie! Wie geht's dir denn? Birdie, mein Freund! Wie geht's dir, mein Freund? Wie geht's dir? Disney Scheiße. Ja, es geht. Also, letztes Star Wars Film war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, Teil 7, muss ich sagen. Achso, er geht auf Star Wars ein. Ich schau mal Anime weiter. Viel Spaß, Chica, und vielleicht, wenn du fertig bist, erzähl mir mal, was abgeht da. Nächte durchgezockt, aber seit Disney Star Wars für mich gestorben. Also, du meinst jetzt vom Spiel her, Ja, passt dir alles. Er geht auf die Filme ein. Nein, Nächte durchgezockt. Also, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also, ich fand Star Wars 7, klar, das war quasi ein Remake von Episode 4, aber ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut und hier, auch hier, ne, Blu-ray, Freunde. Star Wars Rogue One. Hat mir extra gegönnt. Ich finde den Film geil. Also echt. Und deswegen finde ich. Alles so Film und Spiele, okay. Ist ja auch Geschmackssache, ne? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Battlefront 1 nicht gezockt. Weil ich wollte es mir mal holen. Weil alle sagen so, ja komm, hol's dir. Und dann kommt der True und sagt so, nee, denn ich soll's dir nicht. Und dann habe ich es mir wirklich nicht geholt. Das Ding ist, die müssen mal draus lernen. Das ist auch. Ich raste immer aus, wenn die Hälfte der Leute einfach die ganze Zeit über Call of Duty upragen und sich aber trotzdem jedes Mal einen Teil holen. Da denkst du, ey Leute, ja, ist auch klar, dass sie immer weiter diesen Scheiß produzieren, weil die Leute kaufen es, ja? Und ich hätte mir Star Wars Battlefront auch nicht
gekauft, wenn ich gewusst hätte, dass so eine Scheiß passiert ist. Aber ich war halt mega Fanboy und habe mir sofort am ersten Tag geholt und habe natürlich nicht die Rezension gelesen. Aber ja, aber ich liste mal auf, was die jetzt als angekündigt haben, weil sie haben natürlich gemerkt, dass sie sehr viel Hate abgekriegt haben. Zu Recht, ja, EA. DLC-Pass abschaffen, ja. Dreimal so viele Inhalte zum Start wie Battlefront 1, mehr Multiplayer-Modi, Charaktere, Fahrzeuge, Planeten liefern und Kampagne. Kampagne wird sehr interessant, weil beim letzten Battlefront, da gab es ja keine, da gab es halt diese Bonus-Mission, aber so eine richtige Kampagne gab es nicht. Und die soll, glaube ich, auch ein bisschen zu der Haupt-Star-Wars-Filmreihe ein bisschen mit einspielen. Ich bin da sehr gespannt, weil du spielst ja, glaube ich, auch auf der Seite des Imperiums oder so. Könnte interessant werden, ich bin aber noch sehr, sehr skeptisch. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, EA redet viel, wenn der Tag lang ist. Ja, wie deswegen jeder. Deswegen warte ich erstmal ab. Von daher. Wie jeder gucken. Publisher, würde ich jetzt mal sagen. Also, Battlefront, nee, weg. Ja, sagt Schulz auch. Und zu viel verdistet. Was du mit zu viel verdistet, glaube ich, meinst, ist, sie machen viel zu viel für Kinder. Das kann schon sein. Also, weil. Sie sind ja jetzt immer, ich weiß nicht, das Spiel Battlefront, wie viel Jahr war das denn? Also Battlefront 1, glaube ich, es war. Battlefront 2 kaufe ich mir auch nicht mehr. Sind ihr so ein Tools, Alter? Kebab, siehst du uns jetzt endlich? Servus. Kebab! We are champions, my friend. Ja, genau. Ich habe nebenbei Musik laufen, das ist halt ein bisschen. Das ist schön. Spannend. So, und da habe ich noch geschrieben, weitere Star Wars Games. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber EA hat sich die Rechte geholt für die ganzen Star Wars Spiele, die Schweine. Ja, das kann man echt laut sagen, weil ich finde, die EA-Spiele sind nicht mehr das, was sie früher waren. Nee, und ich habe Angst, es gibt dass so viele Entwickler, die aus Star Wars sowas Geiles produzieren können. Aber das ist wieder dieser Großkonzern, der einfach die Rechte kauft und ja. Es ist einfach hart asozial, wenn ich das... Man muss sagen, ihr hat Money und kann das, weil, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer von euch mal in der Gamescom war, aber geht mal zum EA-Stand, der ist riesengroß, ne? Und ich meine, Sony hat jetzt auch nicht wenig, ne? Aber ich glaube, EA ist, glaube ich, der größte. Sag ich dir, das ist alles wegen FIFA. Das ist, glaube ich, die größte Einnahmequelle. Ja, ich glaube auch, weil jeder kauft ganzen, FIFA fast. Ja, die haben ja diese Ultimate, ne? Ultimate-Teams, und da gibt es ja immer diese Package... Von Spielern und so, die kaufst du, ist bestimmt auch massig an Geld. Ey, und ihr müsst denken, die hauen Spiele für 50 Euro raus und dann machen sie noch DLCs für keine Ahnung wie viel Euro. Und die hauen sich natürlich die Leute auch, ne? Die sind halt geldgierig, deswegen sind die auch einer der größten Konzerne. Ja. Ist halt so. Walla, was da los? Ja, wir Walla, haben. Ey, wir drei, snaggen Alter. Heute über drei. Snaggen. Wir schnacken heute ein bisschen über die E3. Ja, also zu weiteren Star Wars Games, sie haben ja auch ein Spiel angekündigt, auch von Star Wars, das sei eigentlich recht nice, also mir fällt gerade der Name nicht ein, aber sie haben nur ganz kurze Footage gezeigt, aber das sieht sehr, sehr interessant aus, also ich will jetzt nicht abschreiben, dass EA jetzt jedes Star Wars Spiel scheiße machen wird, ich finde es halt nur schade, dass auch nicht andere Entwickler mal dran arbeiten dürfen, also ich bin auf jeden Fall skeptisch. Was die ganze Sache angeht. Also ich kurz eine Frage, du weißt sicher, du Star Wars Unleashed, die neuen Teile, hat das auch EA gemacht oder wer war denn da? Also EA war das auf jeden Fall nicht, aber wer das genau gemacht hat, weiß ich jetzt auch nicht. Und FIFA, da hatte ich FIFA kenne ich es gleich geblieben. Klar wurde hier und das geändert. Dankeschön, Dressus. Ich versuche es meinem Bruder schon jahrelang zu erklären. Er kauft sich ja, FIFA. Die interessieren das nicht, die kaufen das halt wie blöd. Denen ist das Latte. Und ja, warum schreibst du das? Das ist ja alles super. Ich find's cool, wenn du mit schreibst, Stresses. Das ist okay. Das ist deine Meinung. Und wenn du Fehler machst, kein Problem. Alter, ich mach noch mehr Fehler als du. Dafür machen wir es ja live, damit wir auch euer Feedback abholen genau. können. Also FIFA, ich versteh's auch nicht, dass Leute immer FIFA kaufen. Ich würde es verstehen, wenn du alle 5 Jahre ein neues FIFA kaufst, weil da ist wirklich viel geändert. Aber manchmal ist die Balance gleich. Alles ist einfach gleich, nur halt, dass zum Beispiel einmal verstand ich meinen Bruder, der hat dann gesagt, so, ja, unser Verein, Wacker Innsbruck, ist eigentlich im FIFA zum spielbar. Da habe ich ihn ja verstanden, weil ich dachte, jetzt kann er eigentlich mal unser Spiel, ne? Aber vielleicht alle 3-4 Jahre ein FIFA kaufen, aber nicht jedes Jahr. Erst ich wäre das die gleiche Meinung. Ich verstehe es einfach auch nicht, dass die Leute das eigentlich so niederkommen. Ich muss auch verstehen, so, das sind wirklich Fußballfans und es gibt Leute, die zocken das jeden Tag und ich kann schon verstehen, dass sie dann so gespannt sind, dass sie dann sich so auf das
nächste Teil freuen. Also ich persönlich kann es überhaupt nicht verstehen, aber ich kann es nachvollziehen, sagen wir es so. Ja, aber gut. Ich muss sagen, ich kann es nachvollziehen, wenn wirklich die Grafik bombastisch wäre oder wirklich was anderes mal Neues. Ich meine, jetzt in letzten FIFA haben sie ja eh ein Story gemacht. Eine Kampagne gemacht. Ja, genau, also da haben sie eine Story. Da habe ich es verstanden. Da habe ich gedacht, gut, ich kaufe es mir wieder, weil ich mich interessiere für die Story, ich hole es mir mal wieder. So, was habe ich verpasst, weil da konntest du nicht krass zuhören. Kein Ding, Kebab, das laden wir alles auf YouTube hoch. Ja, genau. Also, wenn mich EA interessiert, laden wir alles auf YouTube hoch. Ja. Aber mehr haben wir eh noch nicht geredet über mehr Publisher. Aber ich würde ja jetzt sagen... Ja, ich warte die ganze Zeit drauf, aber gut. Bethesda, Freunde. Genau. Montag um 4 Uhr nachts. Ja, das späteste. Die Zeit, wo ich immer nachts rumrenne. Das späteste, glaube ich, was es auf der E3 für uns gibt. Weil ich glaube, in Amerika ist es dann 10 Uhr oder so. Ich bin auch ein riesen Hockey-Fan, aber auch nicht jedes NLA-Game. Ja, eben. Ich muss sagen, ich verstehe es auch nicht. Ich kenne meinen Bruder, der kauft das jedes Jahr. Auch Formel 1 kauft für sich. Ich glaube, ich auch von EA, wenn es mich ganz täuscht. Und der kauft sich das auch jedes Mal. Und ich denke mir mal so, es gibt so geil andere Spiele und kaufst du nicht das? So, ja. Ja, Bethesda. Da hau ich jetzt einfach mal so Sachen raus. Also, ich sag jetzt mal ein paar Spiele und ihr sagt, also Denise sagt. Ja, ich würde einfach über jedes Mal kurz reden. Echt? Ja, okay. Sicherlich. Dishonored DLC juckt mich überhaupt nicht, weil ich finde, Dishonored ist für mich irgendwie so eine Reihe, die mich überhaupt nicht reizt. Keine Ahnung, sie macht mir einfach nicht Spaß. Doch, ich freue mich riesig darauf. Nur ich bin gespannt, weil ich ja immer so Angst, wenn sie so große DLCs ankündigen, wenn sie sagen so E3. By the way, ne, kurz mal für die, also das ist ja alles ohne Gewähr. Ne? Also das ist jetzt das, was wir vorlesen, das kann kommen, muss aber nicht. Ne? Nicht jetzt, dass sie denkst, so, dass wir irgendwie jetzt das sagen und das kommt auf jeden Fall auf die E3. Also. Genau, also wir haben das nur mal im Internet gelesen, dass sie das angekündigt haben, so Kleinigkeiten, aber wir können es natürlich nicht versprechen. Denn auf Dishonored freue ich mich riesig. Ich habe nur Angst, dass es viel kosten wird. Meistens so tolle Story-DLCs sind meistens. Ich meine, ich muss mal sagen, Bethesda hat immer gute DLCs, so Story-DLCs rausgekommen, dann wird das versprochen, was sie immer gesagt haben. Deswegen bin ich gespannt mal mit Dishonored DLC. Ich würde dann. Ja, das war echt ein. Nein, eigentlich nicht ganz. Ja. Mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Ohne Gewehr, wie Sturmgewehr? Nein, aber das sagt man ja so. Doom und Fallout wird höchstwahrscheinlich mal über die VR geredet. Mhm. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob schon bei Doom die VR schon gibt. Ja, du kannst ja, Jules, du kannst ja die VR ansetzen und du kannst ja das Spiel spielen. Aber es ist ja nicht in diesem Modus wie zum Beispiel in Resident Evil, wo du dich wirklich umschaust. Ja, ja, das ist mir schon klar, aber ich hab irgendwie, ich weiß nicht, ob das schon gibt, das Doom in VR. Aber gut, aber Fallout 4 wird auf jeden Fall präsentiert. Das haben sie letztes Jahr schon angekündigt. Mhm. Also ich bin halt sehr skeptisch darüber. Ne? Als sie das angekündigt dachte, so dachte, oh mein Gott, wie geil! Ja, aber wenn ich mir jetzt mal überlege, wenn ich Fallout 4 zocke, dann sind das echt schon ein paar Stunden. Und ich weiß nicht, ob ich dann wirklich die ganze Zeit die VR-Brille anhabe. Und auch die ganze Zeit so gucken werde. Und? Also für einmal so 30 Minuten vielleicht, okay, aber jetzt wirklich dafür wieder so eine Feuerbrille. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schätze mal, dass sie das so geplant haben, weil jeder kennt mal so gute Szenen in Fallout. Weil ich könnte mir jetzt ganz ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil ich habe ja die VR-Brille, ich nutze sie relativ oft manchmal jetzt in letzter Zeit. Und ich muss sagen, ich muss nach so einer Stunde abbrechen. Weil mir einfach so schwindelig wird oder so. Motion Sickness. Ja, genau, Motion Sickness. Und das ist halt sehr extrem. Und ich kenne auch viele, die was nicht mal eine 10 Minuten tragen können, die wird schlecht und so. Und dann schätze ich mal, dass ich in Fallout so, sagen wir mal so, gute Szenen, wo ich sage, boah, ich erinnere mich noch an diese Szene, da lege ich die VR an, weil du kannst die so schnell wechseln. Das ist ja wirklich, wenn du die schon angeschlossen hast, alles ist ja wirklich nur ein Knopfdruck, dann kannst du ja schon in die VR rein. Deswegen schätze ich, dass sie das so geplant haben. Weil, also das, ich meine, es gibt sicher Leute, weil ich habe jetzt gelesen, jemand hat jetzt 28 Stunden in der VR gesessen und durchgespielt und so und hat auch einen Weltrekord aufgestellt.
Man gibt sich auch sowas ein, vor Lot 4 fertig spielen können, aber ich glaube, du brauchst da jahrelang Leute, weil wenn ich mir denke, ich kann den Tag nur eine Stunde vor Lot zocken, oh je, das wäre ja mein Leben lang. Ich freue mich auf den nächsten Teil von TS. Elder Scrolls, aber darauf kommen wir gleich, mein darauf Freund. Ich hab ganz, ganz gut. Dann auf Boden. Na, no, nochmal kurz Prey. DLC. Finde ich relativ früh, wenn es kommt. Mhm, weil das Spiel ist gerade draußen. Ob die da wirklich schon was zu Prey machen, man weiß nicht. Ja. Schnell abgehandelt. Quake. Ich würde ihn mal nehmen. Quake, ja. Ich weiß es nicht, Schulz. Darf man jetzt darüber reden? Darf man nicht darüber reden? Das ist jetzt eine Frage. Ja, man darf darüber reden, weil ist okay. Ja jetzt eine Open Beta gekommen. Also, oh, okay. Es war ja auch auf Twitch, deswegen kann ich ja auch einfach mal raushauen. Mhm. Zum Beispiel, ich wurde halt zu der Closed Beta eingeladen, meine Freunde. Ja, so sieht's aus, ey, hier. Ja. Falki Stream ist on the air, Baby. Ja, und habe einfach gesagt, so, ey, Leute, ich bin gegen so Bethesda hier in Deutschland. Ja, hab gesagt, ey, ich bin von Falki Stream. Code drüber. Haben sie gesagt, okay. Okay, aber nicht Stream, hat er gesagt. Ja, hab ich gesagt. Aber gut, nein, das ist natürlich Quatsch. Hab mich dafür angemeldet und hab jetzt einen Code dafür bekommen und hab's dann angezockt. Muss sagen, macht relativ sehr Spaß, ja. Es ist extrem schnell, aber das liebe ich ja daran. Und ich bin ein sehr großer Quake-Fan und muss gestehen, den Weg, den sie gehen, ist verdammt gut. Ich hatte ein bisschen Angst, als sie gesagt haben, sie wollen jetzt ein bisschen so wie bei Overwatch, dass jeder einen eigenen Held hat, ja, dass nicht jeder gleich aussieht, sondern wirklich jeder seinen eigenen Charakter hat, der auch. Wir müssen auch so ein Banner haben, so Dauerwerbesendung. Ja, so jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, du hast mit Overwatch. Genau. Ich war ja skeptisch da, als ich dann gehört habe, dass sie angekündigt haben, dass sie jetzt jeder so einen einzelnen Helden. Aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von der Beta gewesen. Obwohl es auch extrem schnell ist, lief es echt gut. Also das kann man sagen, es lief flüssig und kaum Frame-Einbrüche. Das wird ein gutes Ding, Freunde. Ja, also wer Quake-Fan ist, der wird sich darauf auf jeden Fall freuen können, weil das wird ein geiles Ding. So, machen wir weiter. Jetzt kommen wir dazu. Ja, The Elder Scrolls. Ich befürchte ein bisschen, dass noch nichts kommen wird. Sie haben gerade erst für The Elder Scrolls Online dieses Morrowind Addon rausgehauen. Und die werden noch dieses Online-Ding melken, bis es halt dann nicht mehr so viel Kohle gibt. Und dann werden die ersten Elder Scrolls 6 raushauen, glaube ich. Also, ja. Das Ding ist, man sieht ja bei den anderen Games, ne, da wird ja immer mal was geleakt oder so. Ja, aber bei Elder Scrolls ist gar nichts. Ja, gar nichts, Freunde. Also, ich bin da sehr skeptisch, ob da was kommen wird. Ich auch. Also, ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, ne? Ja, ich auch, ey. Aber ich weiß nicht, wie lange haben wir für Skyrim. Man kann auch mal sagen, seit Skyrim. Ja, seit Skyrim haben wir kein neues Elder Scrolls. Ja, aber wie lange war Skyrim in Arbeit? Es war auch sehr lange in Arbeit. Ja, und ich schätze mal, wenn wir uns jetzt was raushauen, dass wir wirklich bis 2019 warten werden müssen. Außer, keine Ahnung. Oder sie machen wie es bei Fallout 4 und sagen so, ja, nächstes Jahr kommt's raus. Es wird wahrscheinlich nichts kommen mit meinen Trusses. Ja, ich vermute nämlich auch, dass eher... Weil sie haben eigentlich noch nie, wie ihr schon sagt, es gab nie irgendwo Anzeichen von Elder Scrolls oder so. Ja, oder wenigstens mal so ein Teaser oder hier, jemand ist was rausgerutscht. Gerade bei so einem Riesenspiel muss mal irgendwas geleakt sein, Freunde. Also, ich bin gespannt, ob da was kommt. Naja. Also ich... nicht. Und ja, da habe ich noch geschrieben, und zwei weitere noch unbetitelte Projekte. Und da haben wir jetzt in Klammern geschrieben, The Evil Within 2. Oh, ich würde mich so freuen, nein. Ich würde das abwenden. Nein. Nein, doch, das kommt, doch. Nein, ich würde mich so wahnsinnig auf The Evil Within freuen. Ich sag's ja so, ne? Ich fand ja The Evil Within richtig scheiße, ne? Also das ist wirklich ein Hassspiel für mich, ne? Ich habe mich da wirklich durchgezwungen für diese Kacke da, ja? Aber die Atmo, die hat mir gefallen. Der Weg war ja richtig, nur die Ausführung war extrem scheiße. Und ich gebe The Evil Within noch eine Chance, wenn die mit diesem zweiten Teil, wenn es denn kommt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da was rausholen werden. Wenn es denn kommt und dann immer noch scheiße ist, dann ist für mich diese Reihe gegessen und dann tschüss. Aber Denise hat es ja extrem gut gefallen. Ja, also ich fand's halt, weil es weißt du auch von Resident Evil Macher, ne? Und war zuerst so skeptisch, aber ich meine, klar war so viel. Ja, aber es war viel Schießbarschaden, das kann man sagen, aber
das ist eine neue Ära. Vielleicht sagen sie, wir machen ja das. Aber es war doch irgendwie so. Ich fand die Geschichte so, in die, so mit dem Psycho und so, diese ganze. Ich meine, klar war es manchmal sehr abgeredet, aber hey. Ich habe gehört, die arbeiten an Elder Scrolls, aber es ist noch nirgends. Ist es noch, ja, eben. Aber ihre Zeit aber nutzen sie mega gut. Ja, klar. Also sie werden sicher ihre... Sie brauchen ihre Zeit für Elder Scrolls. Also Pläne machen, was sie jetzt in Elder Scrolls 6 machen. Vielleicht arbeiten die sogar schon dran, ne? Aber noch nicht so viel, dass sie jetzt irgendwie was raushauen würden. Und man kann auch nicht jetzt erwarten, dass die jetzt in 2 Jahren ein gutes Spiel raushauen, ne? Weil die haben jetzt an online gearbeitet, viel. Und ja, wer weiß, ob die... Ich meine, klar, sie können anwarten, weil... es muss erstmal der Plan gemacht werden, was kommt dort. Und es ist ein Riesenspiel, ne? Also ich bin jetzt mal auch gespannt. Ja. Aber ich vermute mal, dass eher nichts... Sie sagen vielleicht, wir arbeiten daran und alle werden so... Und dann werden sie sagen, ja, wir können aber leider nichts sagen, weil wir haben nichts. So vielleicht. Oder ja, aber vielleicht machen sie es genauso wie bei Fallout 4, weil so muss man das machen. Nicht sagen, so wie bei Red Dead Redemption, wo wir zeigen einen Teaser, weil das kommt erst in 3 Jahren das Spiel. Sondern so bei Fallout 4, da haben sie ja gesagt, so ja, es kommt, haben die nicht sogar angekündigt, kam noch dieses Jahr raus an dieser Ankündigung? Ja, weil ich so weiß sogar, noch, ja. So an der Weihnachtszeit oder so kam es dann. Das war richtig geil. Aber gut, haben wir noch 2 weitere Spiele, die vielleicht kommen könnten. Rage. Ich weiß nicht, ob jemand Rage kennt. Ja. War nicht so, hat guten Ansatz gehabt, aber hat es nicht richtig fertig gemacht. Ich muss gestehen, ich fand es eigentlich recht gut. Also ich hatte Spaß mit dem Spiel. Ja. Ich fand, das waren so nette Ideen, so das auch mit diesen Autorennen und die Waffen gefielen mir auch so. Es hatte so diesen perfekten so Mad Max-Style. Ich finde so Rage ist so das perfekte Mad Max-Spiel. Und das ist halt echt ein geiles Setting und ja. Ich wette mit dir so, wenn die jetzt mal Race 2 rausbringen, richtig in geil, das würde richtig reinhauen. Ja, ich glaube auch, ja. Ah ja, hat man gesehen, wie geil Skyrim war oder besser ist. Ja eben, also ich glaube, die wollen das schon, weil die haben die Latte so hoch und die wollen sie ja nicht runter wieder setzen. Ne? Die müssen natürlich abliefern, ja, das ist immer das Problem. Das ist auch wirklich so das Ding, ne? Wenn du so eine hohe Latte hast. Ja. Latte. und da musst du es ja immer überbieten. Das ist halt immer auch die Krux vom Videospielen. Wenn du was Geiles raushaust, dann musst du auch mal was Geiles rausbringen. Weil ja, sonst genau, bist du eben so... Das ist genauso gut wie Skyrim. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ja, weißt genau. Du? So ein Kriterium haben wir schon, dass wir sagen so, boah, es ist ja nur so gut wie Skyrim. Das geht ja gar nicht. Ja, naja. Leider. Ja. Aber es kommt vielleicht auch noch ein neues Wolfenstein. War zwar nicht auf Deutschland wieder. Deutschland wurde es immer inszeniert, nicht? Indiziert, habe ich immer gehört. Nee, ich habe Wolfenstein hier. Schon. Ich dachte immer, weil Wolfenstein hat ja kämpft gegen Nazis. Ich weiß Nazis. Nicht, ob das zensiert wurde mit anderen Nazi-Banner oder so. Aber auf jeden Fall. Ähnlich wie bei Blizzard, die hauen auch immer raus, wenn sie wirklich zufrieden sind. Ja, genau. Also Bethesda muss man echt sagen, die machen es immer so gut. Und man muss auch denken, ey, das Studio ist noch das jüngste Studio, glaube ich, sogar von den ganzen E3, kann man sagen, was eine eigene Pressekonferenz kriegt. Und die haben sich gut hochgearbeitet, muss man sagen. Also die leisten gute Spiele ab. Wenn man heißt Bethesda, heißt es meistens immer gute Spiele. Das muss man sagen. Also vor allem, man muss ja auch gestehen, ne? Das ist ja jetzt erst ihre 2. Pressekonferenz, die jetzt kommen wird. Ne? Letztes Jahr mit der ersten haben sie echt gut hingekriegt, muss ich gestehen. Für ihre erste war das echt ein Burner. Ich bin gespannt, wie sie die 2. Präsi machen werden. Aber ich werde es mir in der Wiederholung anschauen müssen, weil 4 Uhr nachts, Freunde, boah, ne, das schaffe ich auch nicht. Schauen wir mal, wie viele Leute bei mir im Stream sind um 4 Uhr nachts und sie hören relativ gut auf die Community. Ja, das muss man auch sagen, ne? Sie hören das stimmt, gut, ja. Dass sie sind immer gut dabei mit der Community und so. Also ja, das ist auch wichtig für einen Publisher, wie zum Beispiel so große Publisher, die hören meistens sehr wenig, obwohl jetzt EA auch gelernt hat, muss man ganz ehrlich sagen, zu hören. Ja. Na gut, das war's aber schon mit Bethesda. Genau. Ja, kommen wir zu Ubisoft. Die werden da auch einige an Titel raushauen. Der hat auch eine immer sehr gute Bossoff-Konferenz, muss man sagen. Sehr gute Moderatorin, muss man sagen. Ich bin gespannt, ob die wieder da ist. Also ja, also sie war ja vorletztes Jahr auch schon mal da. Sie ist eigentlich fast... Ich fand sie, also als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, fand ich sie so, oh Gott, was ist das für eine aufgedrehte, aufgesetzte Person. Aber jetzt ist sie mir sympathisch. So. Sie gehört irgendwie jetzt dazu, ja. Und ich liebe sie. So. Komm ich zu Assassin's Creed. Nein, warte, Ubisoft, nur so ankündigen, wann es ist, ist der früh, also, genau, ist am Montag um 22 Uhr. Also ja. Ist
Werde ich im Stream dabei sein? Also genau, im Chat. Also, ja, es ist, werden wir was bringen. Ja, kommen wir zum wichtigsten Titel, glaube ich, von Ubisoft, dieses jährige. Nämlich, bin nicht so fremd. Ach, guck mal, der Kebab wird da sein. Juhu, Kebab! Yeah, wir beide. Da bin ich mal gespannt. Nicht so Fan mehr von Ubi. Weißt du, was bei Ubisoft Stress das Problem ist? Sie kündigen so geile Sachen und denkst so, what the fuck, wie geil! Und dann zum Schluss sind die Spiele meistens... Weißt du, das ist genau, was wir mit dieser Latten nach oben setzen. Sie setzen wieder einen Trailer und allen so nach oben, ne? Auch so Gamescom und so. Und auf einmal, wamm, sind die Spiele viel weit unter als sie. Sie müssen mal aufhören, das so hoch zu pushen vielleicht. So, man will nicht zeigen, was in dem Spiel drin ist. Aber meistens overraten sie diese ganzen Trailer und so, ne? Muss man sagen, Watch Dogs ist der beste Beweis dafür. Wie sie dann diese Grafik runterschrauben. Irgendwie so das Gefühl, so, dass sie dann, die bringen eine neue Marke raus. Zum Beispiel jetzt Watch Dogs und dann fliegen sie auf die Fresse, weil sie es nicht richtig hinbekommen haben. Aber mit dem zweiten Teil versuchen die dann irgendwie was hinzubekommen. Ja. Das machen die dann meistens gut. Deswegen bin ich mir hier gute Hoffnung, dass Fallout 2 vielleicht besser wird als Fallout 1. Mal gucken. Aber jetzt Assassin's Creed Origins. Mhm. Da haben wir einige Informationen und die werde ich jetzt einfach mal raushauen. Wird auf jeden Fall in Ägypten und Griechenland spielen. Seeschlachten offenbar dementiert. Also es soll... Das habe ich gelesen, es soll 60% Wasser sein und 40% in Städten spielen. Und Seeschlachten sollen nicht vorkommen, sondern man fährt nur mit dem Schiff. Denise wird das wahrscheinlich freuen, weil ja, sie mochte die Seeschlachten. Ja, ich habe die Seeschlachten gehasst, Leute. Ich muss sagen, ich fand die eigentlich recht geil. Aber gut, ist halt Geschmackssache. Dreimal so groß wie Black Flag. Also ich weiß nicht, ob die Black Flag gespielt hat, aber es war schon eine große Welt, wenn ich mal so sagen darf. Aber ich muss... ehrlich gesagt sagen, ich finde es ein bisschen negativ bei Assassin's Creed, wenn es eine große Welt ist, weil wenn ich schon höre, dass 60% davon nur Wasser ist und ich dann weiß, dann werde ich die ganze Zeit nur mit dem Schiff rumfahren. Kommt drauf an, wie spannend sie das mit dem Schiff machen. Also wenn sie wirklich nur so... Ja, aber wie so spannend willst du dann eine Schifffahrt machen? Nicht vor Schifft halt. Nicht vor Speed Shift. Ja, nicht... Ja. Assassin's Creed Wind Waker, ja, das könnte man auch sagen. Ja, eben, es ist kommt drauf an, wie spannend oder sie das so machen. Ja. Also, wenn sie es wirklich nur machen, du fährst nur so rum und du schaust dir so die Gegend an, wird es beim ersten, zweiten Mal geil sein. Bestimmt. Also, es gibt auch Schnellreisefunktionen, ja, das kann man klar auch sagen. Aber so mal gucken. Hm. Soll sich offen spielen wie Skyrim. Heißt. Du kannst überall hin. Genau, direkt am Anfang, es ist jetzt keine lineare Story, wo du sagst, du musst die jetzt erstmal folgen, um Fähigkeiten oder so aufzubauen. Sondern du kannst einfach direkt losstarten, wie in Skyrim halt. Und ist eine krasse Ansage, ich bin gespannt. Also ich fand ja immer so, Assassin's Creed war immer so, dass du wirklich in den Missionen erstmal lang gehen musst, um irgendwie neue Fähigkeiten freizuschalten. Und du durftest früher nicht weitergehen manchmal. Ja dann genau, da waren dann diese unsichtbaren Wände. Na gut. Kampfsystem mit Schwert und Schild wird auch dann neu sein, weil man hat, glaube ich, noch nie mit Schild gekämpft. Mm-mm. Angelehnt an Witcher 3 Kampfsystem. Da bin ich ja gespannt, wie sich das dann anfühlen soll. Ja. Ich muss eher gestehen, ich fand es eigentlich gar nicht mal so schlecht, das Kampfsystem von Assassin's Creed. Ich fand es eigentlich geil, dass du kontern konntest und dann diese Reihe so bam, 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 bam. Ich fand es hat sich so mächtig angefühlt, dass du ein krasser Assassine bist. Klar ist es total einfach und generisch, ja. Aber ich muss gestehen, ich fand diese Mächtigkeit einfach ganz geil. Ja, weißt du, wie gefiel dir das denn ist? Also ich muss sagen, man hat so... Weil beim zweiten Teil warst du, da hast du immer drauf gewartet. Na komm, hau zu. Okay, Konter. Ja, genau. Zack. Ja, genau. Bei Boros ging es dann eigentlich so zack, 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 zack. Das ja, ich muss auch sagen, sie haben in letzter Zeit immer besser. Das Kampfsystem muss man echt sagen, sie haben sie immer wieder gesteigert. Und ich fand es eigentlich, obwohl ich eigentlich Syndicate nicht der beste Teil ist, aber vom Kampfsystem haben wir das echt gut hingekriegt, muss ich sagen. Gefällt mir auch echt gut und deswegen hoffe ich, also ich liebe auch The Witcher Kampfsystem, ne? Aber das ist ein bisschen ein schwierigeres Kampfsystem. Und okay. Bei Assassin's Creed, glaube ich, sollst du ja nicht eher mehr ums Kämpfen gehen, du sollst ja eher abhauen, oder? Also so sehe ich halt einen Assassinen eigentlich, also ich sehe nicht als kampfwütig, deswegen nicht ja, sie wollen aber auch, ich weiß nicht, ob ich das aufgeschrieben habe. Also sie wollen auf jeden Fall auch an der Schleicht... Technik hast du, glaube ich, aufgeschrieben. Genau, auf jeden Fall verbessern, weil man muss ja gestehen, die Schleichaktionen bei Assassin's Creed sind ja ein Witz. Du bist eine Assassine, aber du kannst ja nicht mal ducken. Ja. Das hat mich so tierisch aufgeregt. In jedem fucking Teil kannst du dich nicht ducken. Eine Assassine. Aber gut. Sheet genannt und ist ein Israelit.
der dafür kämpft, sein Volk aus der Gefangenschaft zu befreien. So soll es im neuen Teil weder die klassische Ubisoft-Türme noch die zuvor spektakulierten Schiffskämpfe spekulierten Schiffskämpfe geben. Heißt, es gibt keine Türme mehr. Ja. Kann man mal touchen, ne? Ja. Geil. Auf alle Fälle. Geil, freu Freunde. Ich mich. Freiheit. Endlich weg von dieser Scheiße. Also ich meine, ich fand die Türme, die ersten beiden Türme sind immer cool, nee, mit dem Torsprung. Aber nach, dass du immer... Also die haben das ja überall reingemacht. Ne? Die haben das bei Far Cry reingemacht, weil es ist immer das mit diesen Türmen raufklettern und dann spektakulär. Danke, Travis. Mobbing-Chat aktiviert. Oh Mann, die dunklen Türme. Vermisst du sie, Travis? Echt jetzt? Nein, ich bin froh. Sie können sie von mir aus, dass du raufklettern kannst und so einen Todessprung machen kannst, aber was mir einfach nicht gefallen hat, ist mit dieser Stadt freigeschalte und es gibt und es wäre okay, wenn sie jetzt pro Areal 3 oder 2 haben. Aber eben so ein Areal weg war so 6 Stück und ich dachte mir so, ey, du musst 6 Stück, um das alles zu machen und so. Das ist, ist schon anstrengend manchmal gewesen. Und ja. Okay. Die Welt erkundet ihr entweder selbst oder mit eurem neuen Adler, den ihr direkt steuern könnt und bestimmte Gebiete auskundschaften könnt. Ja. Auch cool. Also, ja, aber das gibt's ja schon. Also, wer Far Cry Primal gezockt hat, da gibt's ja dieses System, da so deinen Adler. Finde ich eigentlich ganz, ganz nett, aber ich weiß nicht, ob ich diese Funktion dann immer nutzen werde. Ich bin da eigentlich weißt, nicht so. Weißt du, für was sie das haben? Also, wenn du so beim Missionsziel bist, ne, und es ist so eine Burg und so, und lassen dann Adler fliegen und dann kannst du mal sicher mal überall, so wie bei Ghost Recon Wildlands, wo diese ganzen. Ja, wie so eine Tune hast, ne? Ja, genau, und das wird dann genauso sein. Du lässt halt steigen, schaust du überall, wo kommst du rein, am besten, wo sind die wenigsten Gegner und so. Mhm. Ich finde für Assassinen-Fähigkeiten, weil sie das Schleichsystem besser machen wollen, sehr gut, muss ich sagen. Da würde mir das wirklich gefallen. Ja. Erneut geben wir es auch Passagen in der Gegenwart, denen wir einen neuen, modernen Protagonisten spielen werden. Trotzdem wird es ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren wie William Miles, Rebecca und Sean. Gegenwart soll von größten Gebieten geprägt sein, in denen es mehr Interaktion zwischen den Charakteren geben soll. Ja, spielt halt wieder in der Gegenwart. War eigentlich vorherzusehen. Ich bin halt gespannt, wie sie dann wieder die alten Charaktere irgendwie wieder zurück in die Geschichte einführen wollen. Aber, keine Ahnung, so die Gegenwart, die reizt mich jetzt nicht so mehr. Ich fand es am Anfang geil mit Desmond, dass man so wirklich so in der Gegenwart diese Geschichte zwischen Templer und Assassinen immer so Gebäsche gab, aber scheinst du, dass die Geschichte von der Gegenwart am Ende dann verlame irgendwie. Die letzten da, wo er sich so einschleift. So. Ja, es war irgendwie so, wir müssen das haben, aber es hat eigentlich keinen Sinn. Also ja, wir wissen nicht, wie wir das beenden sollen, machen wir es so. Genau, ja. So ein Hollywood-Ende halt. Für mich bräuchte es das gar nicht. Für mich wäre es wurscht, wenn sie sagen, okay, es läuft so und fertig. Und ja. Überarbeitet wurde darüber hinaus auch das Kampfsystem, das nun endlich anspruchsvolle Gegner bieten soll. Das Stealth-System, wie schon angesprochen, soll und nun ebenfalls glaubwürdiger sein und mehr Interaktion mit der Umgebung bieten. Ja. Also es wird schon relativ viele Informationen geleakt. Es wurde sogar schon die Spielzeit geleakt. Geleakt auch? Oder die haben danach haben sie nicht... 20 auch, Stunden soll es aber Ubisoft sein. Hat ja danach mitgeantwortet. Ne? Es hat ja manche Sachen dementiert nämlich. Es wurde ja geleakt und danach haben sie... Zum Beispiel dieses Bild wurde ja auch geleakt. Und danach haben sie das ja eigentlich geantwortet und haben gesagt, ja, das stimmt nicht und so. Also... Ja, deswegen abwarten und Tee trinken. Ich bin gespannt, Denise und ich haben schon privat voneinander gesagt, so das wird jetzt der Titel sein, der uns abholen muss, sonst ist für uns Assassin's Creed gestorben, weil die letzten Teile waren einfach crap. Ja, das war. Wir sind große Fans von Assassin's Creed, aber ich fand so schon seit Teil 3 ging es bergab, ehrlich gesagt. Nach Teil 3, ja. Syndicate war so ein Hoffnungsschimmer, wo du denkst so, ja, warum hättet ihr noch ein Stück besser machen? Ich fand die Charaktere cool. Also Eevee die Charaktere waren cool, aber die machen daraus nichts Besonderes. Aber ja, ich muss sagen, ich hätte mehr den Unterschied gehabt. Weil sie haben immer gesagt, die Eevee, die ist die Schleichkünste und der, ich weiß nicht, wie der andere heißt, ist der Kampfmech. Aber du hast keinen Unterschied gemacht. Du hast genauso gut geschlichen mit ihnen und genauso gut gekämpft mit ihr. Da wäre so viel cooler gewesen, wenn sie wirklich so
absprechen gemusst, dass so, okay, ich muss sie nutzen, sonst komme ich hier in diese Passage nicht weiter. Und das Ende war sowieso wieder so, so Mindfuck, wo ich mir denke, so, kommt mal runter, Ubisoft, das ist doch gut. Ja, das Ende habe ich nie erreicht, habe ich aufgehört. Echt jetzt? Ja, mich hat es nicht gereizt, ganz ehrlich, ich fand es so ganz lame irgendwie. Na gut. Far Cry 5 wurde angekündigt. Das Setting aber wiederum nicht. Manche spekulieren vielleicht Western mal. Hätte ich ehrlich gesagt. Ich habe aber auch mal gehört, dass welche von Dinosauriern zu sprachen. Letztes Mal habe ich mir. Wenn ich aber dann wieder. Ich fand es auch nicht gut. Will lieber im Western, weil das hatten wir noch zu wenig. So, Dinosaurier ist wieder so zu viel, so wieder. Zum Beispiel Ark hatten wir. Ja, die Werbung Robinson kommt. Die Werbung kommt nach Ubisoft oder mittendrin. Trusses. Warum kommt keine Werbung mehr? Ja, die kommt irgendwann. Ja. Ich rufe darauf schon mal an. Ja. Hallo, Werbung schalten. Aber ja, wie gesagt, Far Cry abwarten, mal gucken. Ja. Da habe ich auch noch einfach so ein anderer Leak, der gerade aufkam. Den habe ich jetzt nicht in der Liste, aber The Crew. Wenig überraschend, dass dann eine Fortsetzung kommt. Hat ja auch ihre Fans, finde ich. Ich habe es auch mal gezockt. Ich fand es eigentlich... Ja, es war okay für ein Rennspiel. Dinosaurier-Western? Das wäre auch mal eine coole Sache. Das wäre dann... Es gibt ja... Kennt ihr diesen Film Alien vs. Cowboys oder so? Also ja, ja, boah, nee. Ich kann bitte nicht, dass du den Film gut fandst. Nein, ich habe noch nie geschaut, weil ich mir dachte, das brauche ich mir nicht anschauen. Das ist nicht am Blödsinn. Ja, das war... Also es gibt sicher solche Mischungen, aber ich bin gespannt. Ich meine, Western würde mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Weil sonst gibt es eigentlich kein Setting mehr so, was... Vielleicht in Japan, wenn es so spielen würde. Das gibt es auch selten Spiele, die was das so machen. So wie Nihon oder so. Ja, aber was willst du da am besten so präsentieren? Du willst dann immer mit Katana rumlaufen. Ja, du musst dir auch immer vorstellen, dass du auch mal das auch in deiner Spielreihe erklären musst. Zum Beispiel, okay, jetzt Primal ging eigentlich auch relativ weit weg von der eigentlichen Spielreihe von Far Cry. Aber wenn du mal überlegst, was eigentlich Far Cry ist, das ist eigentlich immer so eine Insel gewesen, das ist immer Party. Naja, sich und jetzt machen die da so mit Primal sowas ganz anderes, deswegen bin ich mal so dem Weg lang, dass wir sagen, dass es vielleicht wieder ein ganz abgefahrenes Setting ist. Vielleicht ist es dann wieder nur eine Insel. Naja, sicher. Aber ich sagte, dann werden, glaube ich, viele enttäuscht sein. Weil ja, jetzt klar, haben sie so eine Latte wieder aufgemacht. Das war Far Cry 3 und das 4er, ganz ehrlich gesagt, das war so abkopiert. Von 3. Das war so. Ja, das 4er, das habe ich mir geholt. So für 30 Euro, habe den Anfang gespielt und dann habe ich es links liegen lassen. Weil es für mich auch wirklich so wie original wie Far Cry 3 ja, war. Und das war so, boah, wie ein DLC von Far Cry 3. Ja. Aber da fand ich den Antagonist viel, viel geiler in Far Cry 3 als ja, in Far Cry 4. Das war so überacted dann irgendwie. Ja, eben, also das Schule war. Wir müssen was irgendwie nachmachen, weil ihm hat immer alle so gut gefallen. Er war auch ein geiler Anti-Protagonist. Aber da war es nicht. Man leider zu wenig gesehen hat in Far Cry 3. Ja, und. Ja, ihr wisst ja, was wir gespielt haben, Mittelteil. Auch irgendwie schade gewesen, dass es passiert ist. Aber ich ja. Keine Ahnung, wovon du redest, aber egal. South Park, The Fractured Butthole. Ja. Freue mich drauf. Denise hat ja immer noch nicht den ersten Teil gezockt. Nein, aber alle sagen immer, es sei so gut, deswegen freue ich mich der auch ist irgendwie geil. Drauf. Der ist geil. Und der zweite Teil wird hoffentlich auch geil. Deswegen abhaken, freuen wir uns drauf. Ja. Rayman Legends für Nintendo Switch. Ja, können sie machen. Rayman Legends ist ein sehr sympathisches Jump'n'Run. Kann ich Ihnen empfehlen. Macht ja, Spaß. Travis freut sich auch auf South Park, wie es aussieht. Ja, Sigi. Und ja, ist eine News, die kann man abhaken, weil Rayman Legends ist jetzt nicht das neueste Spiel und man sieht halt, dass Switch jetzt irgendwie Spiele braucht. South Park ist jetzt eh das Geilste. Ja, ich muss sagen, ich muss wirklich mal zocken, weil alle sagen, dass es so gut sei. Ich muss wundern sowieso, dass es so gut ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war auch sehr überrascht, dass es so gut ist, weil ich dachte, das ist wieder so nur Geldmacherei. Aber es wurde echt gut gemacht und sehr mit viel Herzblut. Ja, Just Dance. Abhaken. Nein, zuerst kommt was anderes. Ja, ich wollte erst Just Dance hier aus dem Weg nehmen. Okay. So, Splinter Cell, Freunde. Herzprojekt für mich. Ich bin ja gespannt. Ne? Es ist ja jetzt so irgendwie so jetzt Tradition gewesen, dass Ubisoft jetzt immer ihre alten Reihen rausnimmt, rauskramt und die dann wieder geil macht. Ja, und Splinter Cell. Da steckt mein Herz drin, ja. Ich kann dir gerne mal erzählen, ich war ja früher
Ich bin das war, glaube ich, mein erstes ab 16 Titel, den ich offiziell spielen durfte. Natürlich habe ich auch heimlich gespielt. Ja, Let's Play von Schulz, bitte. Bei was denn? Splinter Cell oder Southpark? Splinter Cell. Ich habe sogar einmal Splinter Cell kurz angefangen. Mhm, stimmt. Mhm. Muss ich aber, werde ich aber noch machen. Aber ja, wie gesagt, Splinter Cell war dann für mich. Warum lachst du? Aber ich habe mal gesagt, falls du mich besuchen kommst, weil ich habe auf meiner Xbox und ich habe Kinect, ich habe Just Dance. Wenn ich mal so ein paar Kollegen habe, dann tanzen wir mal. Und wenn der Tools mal mich besucht, dann tanzen wir auch mal. Hey, Travis, du bist lachen, ne? Aber ich bin ein guter Tänzer, mein Freund. Ich bin ein... Michael Jackson ist scheiß gegen mich. Und das ist jetzt kein Sarkasmus. Oder wir testen es mal. Da gab es doch bei der Gamescom gab's so einen ganz kleinen Raum, wo du Spider-Man getroffen hast. Da konnte man einfach so Just Dance machen. Vielleicht machen wir das mal und Jan soll uns aufnehmen. Nein. 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 Just no. Splinter Cell, wo ich eigentlich gerade eine Geschichte erzählen wollte, die mir sehr, sehr viel am Herzen liegt. Es war ja so, es gab ja früher einen Kampf zwischen Splinter Cell und Metal Gear Solid, welcher der bessere Schleichtitel ist. Und ich fand natürlich Splinter Cell früher ganz geil, weil, weil ich seh's, wenn da immer eine Scheiße im Chat, weil die Lies lacht so, und muss ich gucken, aber Michi Jackson, alles klar, okay. Nein, aber, damals habe ich natürlich so, war ich null Japano-Fan. Ich fand Metal Gear Solid war immer so voll kindisch und so. Deswegen fand ich immer Splinter Cell voll geil mit den drei Augen. Ich habe immer gesagt so, ey, der Typ hat drei Augen. Aber das war ja sein Nachtsichtgerät. Ich fand das mega geil und bin mega Fan bis Teil 4, bis Teil 5. Splinter Cell Conviction. Das ganz neue Splinter Cell Blacklist, das war eine Riesenenttäuschung in meinen Augen, weil es hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Vor allem, ich darf jetzt nicht so viel abhaten über, sonst kommen wir wieder zu einem mega langen Video. Aber ganz kurz, mit Splinter Cell 5 haben sie endlich mal Sam Fisher einen tiefen Charakter gegeben, weil seine Tochter war verschwunden, beziehungsweise tot. Und man hat endlich mal Gefühle von Sam Fisher gesehen, ja. Und das fand ich so schön, dass man so eine Story anfängt. Und bei Blacklist, alles weggeworfen, ja. Er ist wieder so der Ice Cold Killer und rettet wieder die Welt vor Terroristen. Das fand ich so schade, ja. Deswegen hoffe ich irgendwie, dass sie dieses Jahr vielleicht mal Splinter Cell wieder neu ankündigen. Aber diesmal in geil wieder, Freunde. Ich will den alten Sam wieder on the road sehen. Aber ich befürchte, dass sie da noch nichts ankündigen werden. Ich glaube auch nicht, dass sie was ankündigen werden. Ja. Aber wenn schon, dass Ubisoft ein Ding rausholt, finde ich jetzt nichts. Doch. Was haben sie jetzt von alten? Rainbow Six, Ghost Recon. Okay, stimmt auch wieder, ja. Ja. Vor allem Rainbow Six ist ja geil geworden. Ghost Recon ist ja auch. Also ich höre von vielen, dass es geil ist. Ja, nur mit den bestimmten halt Leuten. Das ist immer so. Mit bestimmten Leuten, ja. Ja, ist bei jedem Spiel. Wir haben keine bestimmten Leute. So. Und drei bisher unankündige AAA. Also ich habe mir irgendwie vermutet, das ist jetzt die große Ankündigung gewesen mit Far Cry 5 und Far Cry 5, The Crew und Assassin's Creed, das sind drei große Titel und... Aber die werden auf jeden Fall noch was Neues raus und Ubisoft ist da immer sehr experimentfreudig, sag ich mal. Ich glaube, das ist wieder was für die VR, weil letztes Jahr haben sie sehr viel für die VR und vielleicht werden sie noch mal was für die VR. Vielleicht was für die Switch. Switch, genau. Das kann sein. Ich meine, okay, ich weiß nicht, ob ich das auf der E3 ankündigen würden, solche Switch-Titel, aber... Ja, also muss man... nicht mal mehr Werbung schalten, dieser Hater. Ja, Freunde, ist halt so. Tut mir leid. Ich nehme halt nicht jeden Scheiß an. Ja. Gehen wir rüber zu einer der größten Pressekonferenzen. Microsoft. Ja, Freunde. Hauptbestandteil wird die Scorpio sein. Endlich werden wir sie sehen. Ich bin sehr gespannt auf das Design, wie sie aussehen wird. Ob sie sexy sein wird. Oder wieder sexy ein alter... Oder wieder so ein alter... Toastbrot, der Toaster. ich bin sehr gespannt auf die Scorpio. Sie werden auf jeden Fall Gameplay zeigen. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Ja, sie werden sie auch endlich mal zeigen. Also, ich bin ja so gewandt und ich kann ja wie Microsoft so, dass sie das so. Und ich bin weg. Ich hoffe echt, die zeigen nicht nur so ein Rennspiel, ey. Habe ich keinen Bock drauf. Dass sie nur auf der Scorpio Forza oder so zeigen. Könnte aber sein, weil Forza hat eine geile Grafik, muss man sagen. Ja. Geh schnell kochen. Okay, viel Spaß, Stresses. Koch mir bitte was mit. Nein, Spaß, ich habe vor kurzem gegessen. Ich habe Kebab gegessen. Guten Hunger. Und ja, koch schönes was für deine Familie, ne? Ja, was gibt's noch zu Scorpio zu sagen? Ja, ich meine, was mich wundert, dass sie... Abwarten und Tee trinken, sag ich mal. Wann haben sie diese Pressekonferenz auch gehabt, wo sie Scorpion angekündigt haben oder so? Und
wirklich nur willst Achso, diese. Wie hieß die nochmal? Wo sie nur die, diese Statistiken, was sie alles ja, drauf hat. Genau, oder was. Ja. Es war ja keine Pressekonferenz, die haben einfach bei ja. Eurogamer so eine Testing-Seite, da haben sie einfach mal die rausgehauen, was sie alles so kann. Was sie alles kann, klingt schon recht gut. Ja, also, was sie drauf kann, ist schon echt. Servus, Blue Crystal, einen schönen fröhlichen Abend zurück. Wie geht's dir denn? Hallo, Blue Crystal. Blue Crystal, Crystal Match. Hat sich Heisenberg geschickt, mein Freund. Nein, aber ja, Scorpio, freuen wir uns alle drauf. Würde ich einfach sagen, abwarten und Tee trinken. Ja, auf alle Fälle. Ja. Und jetzt kommt ein sehr schwieriges Thema, Freunde. Haltet euch bitte fest. Halo 6 wird es auf der E3 nicht geben. Nicht geben. Ja, leider kurze, haben sie es... Kurze Pause. Sie haben es dementiert. Was noch schlimmer ist, dass es auch kein Halo 3 Remake geben wird. Sie haben... Ich glaube, hat sie doch mal gefragt wegen Halo und dann haben sie wirklich gesagt, nein. Ey, vor allem, kommen. Ich habe ja das Halo 2 Remake gezockt, privat. Ich finde das so geil, weil das ist so eine geile Grafik, die sie da gemacht haben. Ich habe mich so gefreut auf Halo 3 Remake. Aber es kommt einfach nicht. Nein. Das ist so schade. Es wird leider nicht... Ich weiß gar nicht mal, haben sie jetzt gesagt, es kommt wirklich nichts mehr oder haben sie gesagt... Also sie haben gesagt, es wird nichts zu E3 geben. Aber ob sie das jetzt komplett über Bord werfen, weiß man nicht. Ja. Ich hoffe ja nicht. Nein, ich hoffe auch nicht. Es ist eine gute Weil man, Reihe. Man merkt schon, dass Halo 3 auch schon ein bisschen Alter hat. Ich habe jetzt ein bisschen angezogen und merkt schon, neuer Schliff würde ihnen gut tun. Ja, sicher. Ich kenne generell, weil ich meist gar nicht die Master Chief Kollektion, das war nur eine Zusammensetzung, ne? Es war ja kein Remake direkt. Naja, das war nur der dritte Teil drin. Also, schade irgendwie, dass sie das nicht so gemacht haben. Dass sie nicht gesagt haben, wir raken einfach von Master Chief einfach alles und... Ja, keine Ahnung. Aber schade, Marmelade. Vor allem, krass, ich dachte, das ist wieder so sicher, dass wieder Halo kommt. Weil das ist diesmal nicht kommt, krass. Vielleicht bringen sie was Neues Halo raus. Halo ist ja eigentlich das... Vielleicht bringen sie was Neues raus. Vielleicht sagen sie von Halo von Bungie. Nee, die haben Bungie gesagt, jetzt ist mit Destiny jetzt beschäftigt. Nee, 343 Studios ist das. Ach schon, oder? Ne, 343 Industry, so oder so. Keine Ahnung, aber irgendwie mit einer Zahl. Aber gut, ja, ich find's enttäuschend, ich find's schade, ja. Ich bin großer Halo-Fan, aber gut. Forza Motorsport, können wir abhaken. Ja, also das stoppen wir Sau. Nicht. Sea of Thieves, wer das noch kennt, das war ja dieses charmante Piraten-Game. Die haben's abgefeiert, muss ich sagen, dazu mal. Aber jetzt natürlich, wenn jemand diese brillante Idee hat, kommt natürlich die Kopien. Und da gibt's schon eine geile Kopie, das ist nämlich Black Wake. Falls ihr die kennt, das ist quasi Sea of Thieves. Du bist halt auf so einem Piratenschiff und du bist halt ein Captain oder ein Landratze. Ich weiß nicht, wie die ganzen Piratenränge da heißen. Matrose oder irgendwas. Aber halt wie auf Sea of Thieves und halt mit so einer realistischen Grafik, nicht mit so einer Comic-Look-Grafik, ja. Deswegen habe ich gesagt, so, ich bin jetzt nicht mehr so gehypt auf Sea of Thieves. Ich freue mich immer noch auf das Spiel, aber ich weiß nicht, ob ich mir das sofort Ja, ich glaube, Sea of Thieves haben sie auch für jüngere Zuschauer, für jüngere Spieler gemacht. Und ich glaube, jetzt ist es Black. Es wird jetzt eher für Erwachsenere sein, weil ich glaube nicht, dass jetzt wie Blue in Sea of Thieves. Also diese, ja, diese Dinge ist schon knuffig gemacht, das muss man ja sagen. Aber man braucht ja nicht immer Blut. Ich finde ja eigentlich die Idee eigentlich ganz geil, ein eigenes Piratenschiff zu steuern. Na klar, aber ich meine, wie gesagt, man sieht ja, wie schnell es eigentlich geht, diese Idee klauen, was heißt klauen, aber vielleicht besser machen. Kopien halt, ne? Kopie, ja, genau. Ja. Crackdown 3, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe keine Ahnung von Crackdown. Die ersten beiden Crackdown-Teile sind hier indiziert, deswegen habe ich die nie gezockt. Und deswegen kenne ich die Reihe gar nicht. Aber... Hä? Vielleicht wird der dritte auch indiziert. Nee, oder? Ich glaube nicht, weil mittlerweile. Du musst immer gucken, früher war es viel schlimmer. Jetzt kriegen wir einen Doom ungeschnitten hierhin. Naja, unzensiert, sicher. Weißt du? Also sicher. Ist schon. Großer Unterschied. Ja. Aber ich habe immer gehört, Crackdown soll richtig geil sein. Also bin gespannt. Warte, mir geht's halt primär darum, dass Sea of Thieves wieder mal ein Spiel von Rare ist. Das stimmt, Rare. Das stimmt, ja. Also, Rare hat früher echt so geile Spiele rausgehauen. Dann gingen sie irgendwann zu Microsoft, also wurden sie aufgekauft und dann war nur Pleiten. Das ist halt echt schade. Ich überlege auch mal, es gibt ja jetzt auch diese Rare Collection. Ich überlege unbedingt mal dieses Battletoads
zu zocken, weil das ist eine der schwersten Spiele. Und habe ich einfach mal Bock drauf, diesen Klassiker einfach mal zu zocken. Wer sich für Battletoads interessiert, da gibt es ein nettes Let's Play von den Rocket Beans. Und könnt ihr einfach mal nachgoogeln, ist sehr, sehr witzig. State of Decay ist ja dieses DayZ-ähnliche Game. Ich muss gestehen, ich habe es nie gezockt. Ich habe es gezockt, aber jetzt eine Frage, was wollen sie mit dem machen? Das ist ein Teil 2, oder? Oder was wollen die... Weil eigentlich, ich muss ja sagen... Den ersten Teil gibt's schon für Xbox, oder was? Ja, ich habe den auf Xbox oben. Achso, ja, dann wird auf jeden Fall der zweite sein, glaube ich. Weil ich muss sagen, mir hat's gefallen und wenn es jetzt eben der zweite oder so, dann wollte ich extra noch explizit fragen, könnte es geil werden, weil er hat seine Schwächen gehabt. Er kommt nicht an der Set dran. Also, ich sag mal so, der Set ist zwar ein geiles Spiel, aber es hat einfach die Grafik nicht. Das hätte jetzt Day of Decay. Hätte jetzt das. Ja, ich weiß nicht, wie es heißt, aber es hat schon einen ähnlichen Namen. Und ich bin einfach, also es könnte cool werden, es könnte besser. Also wenn sie jetzt den zweiten Teil gut raushauen. Ich bin jetzt eben gespannt, was sie mit denen machen wollen mit diesem Spiel. Ob es einen zweiten Teil, es hätte gut Ansätze, aber schafft es irgendwie nicht, so ein geiles Spiel zu haben, wo du sagst, das fesselt mich jetzt für ein paar Stunden. Also bin ich noch gespannt. Also, aber wir haben euch mal einfach Bock, weil ich jetzt gerade Koop lese. Entweder machen wir mit Sea of Tiles oder sonst machen wir ein Falcon Streamschiff, haben wir mal gesagt. Wollen wir euch als Matrosen anstellen, ich weiß. Ich bin Captain. Ja, genau. Ja, dann wird es höchstwahrscheinlich auch wieder Virtual Reality geben, Projekte für die Xbox Scorpio, ja. Alles übliche. Also ich. Das Übliche, ne? Die gehen eher mehr, ich glaube, dieses Jahr gehen sie mehr auf die Scorpio und werden viel Livestream zeigen und so. Das haben sie letztes Jahr auch schon mit VR so gemacht, was sie so aus VR rausholen können. Und das werden sie wahrscheinlich dieses Jahr mit Scorpio machen. Werden sicher auch eine eigene VR rausbringen für Scorpio, das ist klar. Vermute ich jetzt mal, also. Ich bin auf Microsoft jetzt nicht so gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, doch, wegen der Scorpio bin ich gespannt. Die findet übrigens am Sonntag, den 11. Juni um 23 Uhr statt. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht kurz zuschaust. Xbox Sonntag. Ja, Siggi. Bin ich dabei. Also super. Im Chat. Ja, also im Chat. Und ein bisher unangekündigtes AAA-Titel. Ja. Ob es nur eins geben wird, weiß man nicht, aber. Mhm. Ja, Abwartung, Titel. Genau, so. Würde ich auch sagen. Kommen wir zum Höhepunkt in meinen Augen. Und zum letzten. Zu Sony! Woo! Ja, wir wurden nicht gekauft von Sony. Auch wenn ich einen Sony-Fernseher habe, eine Sony-Konsole. Alles von Sony. Da hättest du noch so ein Sony-T-Shirt legen sollen. Ja. Oder hier drauf Sony. Ja, genau. Ganz unauffällig. Na gut, kommen wir zum allerersten Spiel: Call of Duty World War II. Stille. Ja. Was kann man dazu sagen? Ich bin gespannt. Ja. Gespannt, so. Genau. Ja. Sagen wir es so, wir sind gespannt. Mhm. Sie könnten es cool machen. Vielleicht sogar, ich muss sagen, ich weiß, es werden mich alle haten, aber ich bin nicht so Fan von Battlefield generisch. 1. Nein, es wird wieder generisch, sagt ihr. Ja, ich bin Sie werden sich auch nicht immer trauen, sagen, was zu ich sagen. Ich war immer mehr ein Call of Duty Teil mehr Fan als von der Battlefield Reihe, muss ich auch sagen. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, weil World War 1 war ein sehr gutes Spiel, jetzt bin ich gespannt, wo sie das spielen, weil, hat man eigentlich schon von Setting so, in welchem Krieg gespielt? Hat man da schon was gehört? World War II? Ich weiß nicht, welcher Weltkrieg. Ja. weil es kann ja sein, dass sie wieder neuen erfinden. Das war ja mit Modern Warfare, haben sie ja auch den dritten Weltkrieg erfunden. Ja, die werden bestimmt nicht einen neuen zweiten Weltkrieg erfinden. Nee. Sei doch mal ein bisschen realistisch, bitte. Mhm. Ja, ich weiß eben nicht, vielleicht machen sie, aber beim ersten war ja... Nein, sie werden genauso wie Battlefield 1 machen, Punkt. Ja, aber sie werden einen der Weltkriege nehmen, weil bei anderen haben die auch Vietnamkrieg genommen. Also den ersten Weltkrieg. Naja, die werden den zweiten Weltkrieg nehmen. Ja, egal. Abwarten und ja, mal schauen. Destiny 2. Übrigens, die ganzen Titel, die wir hier erwähnen, außer jetzt die Exklusivtitel, können natürlich auch bei Xbox kommen. Mhm, genau. Ja, also wer jetzt sagt so. WoW 2, TD. WB, Trezors, ich dachte, du bist kochen. Ja, nebenbei was ich schreiben. Ist das nur so eine Mikro-Essen-Gedöns? Rein kochen! Ja, hast du! Ja, hier, ne? Destiny 2 gab es ja gestern die große Ankündigung, gab massig Informationen.
Was ich rausnehmen konnte, ist genauso wie Teil 1, nur besser. Guten Tag hier von Schwester aus der Küche. Was kochen Sie uns heute schönes, Schwester aus der Küche? Ja, ich freue mich wahnsinnig auf Destiny 2. Riesig. Echt? Ja, ich bin so... Bist du so ein Fan von Destiny? Ich war Destiny, habe ich sehr gut gefunden. Ich habe es auch mit meinem Cousin ja gezockt. Wir hatten schon sehr viel Spaß. Ich bin ja gespannt, weil die Story von 1 ging ja irgendwie so richtig flöten. Ich bin gespannt, ob sie das jetzt schaffen. Also die Story und so. Ich glaube, die werden jetzt mehr auf Story gehen. Ja, ich auch. Ich habe jetzt so ein paar Cutscenes gesehen, da sieht schon echt beeindruckend aus. Mhm. Ich hoffe, sie nimmt sich nicht immer zu ernst. Das passt irgendwie nicht zu Destiny. Nein, das, aber hat man ja im Trailer gesehen. Diesen Roboter oder was das ist. Das ist ein Charakter. Oh, Schutz ist, glaube ich, gerade hängen geblieben. Nee, ich... Ach so. Da schaust du so gerade. Egal, das war... Also, wenn du arbeitest und dich Leute einfach mal anhauen, weißt du, und dich was fragen, dann könntest du wieder kotzen. Mit Schutz ist gerade so... Ich rede mit dir, Tom. So richtig einfach einstellen, so... Ich hab gerade gelesen, dass der Penner mir geschrieben hat. Ja, ja, Destiny 2, Denise freut sich drauf. Ja, ich mich wahnsinnig. Mal schauen. Kingdom Hearts 3, können wir abhaken? Nein. Kingdom Hearts. Gut, dass der Jay nicht hier ist. Der hält jetzt mal hier unten Ding. Ja, ich freue mich. Und kein Akku mehr aufs Handy. Bis nachher. Okay, bis nachher. Lieber Dresses. Bis später vielleicht, ne? Ja, Kingdom Hearts, ich freue mich wahnsinnig riesig, alles drum und dran. Ich bin ja auch gespannt, auf welches Final Fantasy, ob sie jetzt auch schon die neuen nehmen und so. Servus, Ender übrigens und hallo. Hey, Ender! Servus! Wie geht's dir denn? Ja, Servus. Kingdom Hearts wird ein Riesending. Ich bin echt gespannt, wie viel zeigen und ob sie was zeigen eigentlich. Ich muss sowieso tun, dass sie ja, die werden was zeigen. Ich weiß nicht, meine soll ja... Was hast du gerade gesagt? Was hast du gesagt? Dass du das eigentlich in die Liste aufgenommen hast, weil ich muss ja sagen... Ich bin ja ein professioneller Let's Player und Journalist. Ja, dann muss ich das natürlich reinnehmen. Das ist ja nicht meine Favoritenliste. Ja, ja, das stimmt auch nicht. Ich möchte mich bei dieser Liste distanzieren. Das ist mein Job. Ja, ja, also ich bin wahnsinnig begeistert. Also ich bei mir würde das nur Death Stranding stehen. Ja, ich weiß. Aber ja. Nein, denn jetzt kommt einer der wichtigsten Titel überhaupt. Switch Schulz. Ey, auch wieder so ein Herzensprojekt, ne, Freunde. Es ist wieder, mein Herz schlägt da. Als es angekündigt wurde, ich hab geweint, Freunde. Nein, aber ich find's richtig geil. Ich weiß, höchstwahrscheinlich wird keiner mehr Shenmue kennen, weil es ist schon echt verdammtes Spiel. Früher von ganz früher von Sega noch. Hat quasi das alles gefunden, was wir jetzt quasi von GTA und Saints Row oder sonst irgendwie so Open World Games kennen. Hat quasi das alles definiert und ich finde Shenmue ist einer der absoluten Videospielklassiker. Also wer sich wirklich Gamer nennt und gerne sich mal mit der History auseinandersetzen möchte, der muss sich Shenmue angucken. Deswegen bin ich sehr gespannt auf Shenmue 3. Haben ja auf Kickstarter auch gestartet, hatten glaube ich 6 Millionen Einnahmen, was nicht schlecht ist. Ich freue mich für die, weil mit Sega ging die Spielerei so unter und der zweite Teil ist, hat aufgehört mit so einem Cliffhanger und die konnten halt keinen dritten Teil machen, weil die das nicht finanzieren konnten, weil das halt einfach so ein Riesenspiel ist. Ihr wisst gar nicht, was da für eine Geschichte alles hintersteckt, also im Hintergrund. Ja. Aber ja, wie gesagt, Shenmue. Von wem wird das eigentlich entwickelt? Weiß man das? Von dem Entwickler, der auch Shenmue erfunden hat. Ach schon, das hört sich ja eigentlich schon gut an. Ich muss sagen, ja, ich habe Shenmue, ich kenne Shenmue von Erzählungen, aber ich kenne schon ein paar Teile von oder so. Sagen und Legenden. Von Sagen und Legenden. Ich habe es nie selber gezockt, ich glaube, es gibt gar keine Möglichkeit mehr, oder ist es auf dem alten Sega sicher? Es ist ja, auf den ersten Teil kannst du nur auf Dreamcast zocken. Ja, den hat ja eigentlich gar keiner mehr. Und den zweiten Teil kannst du auch nur auf der alten Xbox zocken. Also, es ist schon sehr. Und wenn du den mal bekommst, der ist auch verdammt teuer. Also, kann mir vorstellen. Ja, das ist so deswegen ist es halt extrem schade, sonst hätte ich sofort ein Let's Play darüber gemacht. Aber gut. Ja, leider. Ja, kommen wir zu unserem Lieblingstitel von uns beiden. Ja. The Last of Us Part 2. Ja. Ey, wir freuen uns beide drauf, was sollen wir da sagen? Also, als auf dieser Sony Expectation, da kann man, wie das heißt. Ich finde schade, dass sie schon vorher das. Nein, also Leute, es war diese Konferenz war eigentlich wirklich langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben nicht viel Neues rausgebracht, aber das dachte ich schon, ne? Und dann kam dieser Trailer, ja, sie haben was da. Und dann zuerst dieser Wald, ich dachte mir, bitte, bitte, da lässt du was, bitte, bitte. Und dann zeigen sie das Fireball, wo ich bin abgegangen wie ein.
und dass sie danach ja, noch weitergemacht haben. Das war auch geil. Das hätte ja, schon gereicht, wenn sie nur das Zeichen fertig... Das, wenn sie ganz am Ende der Präsi von Sony einfach mal noch Last of Us rausgehauen hätten. Ey, das wäre das mega Ding gewesen, aber jetzt, ja. Ja, aber vielleicht zeigen wir uns diesmal ein bisschen Gameplay oder erzählen ein bisschen von der Story, nein, was passiert ist. Man weiß es ja noch nicht, was es hier abgeht. Es wird nur einen Trailer geben. Das andere war nur ein Teaser. Die werden jetzt erstmal einen richtigen Trailer abliefern. Ja, eben. Ich bin ja gespannt, weil... Als ob die schon Gameplay... Nee, das glaube ich nicht. Ja, weißt du nicht, weil es hat noch nein, gesagt, Mann. Naughty Dog letztes Mal hat Uncharted. Die haben die ganze Zeit an Uncharted Lost Legacy gearbeitet. Die haben nicht mal die Ressourcen dafür gehabt. Die arbeiten jetzt, glaube ich, erstmal richtig an The Last of Us. Glaubst du echt? Ja, Mann. Ich glaube, das war so ein Nebenbei-Projekt. Also dieses nein, Legacy die haben das schon, da. Nein, die haben das schon. Dass es danach groß wurde, dass sie das halt ziehen wollten, weil das wird ja fast schon ein eigenes Projekt. Aber ich bin dafür, dass es aber auf alle Fälle. Ich bin ja ein Riesenfan. Einer die beide, der besten beide. Spiele. Und ich habe natürlich auch so eine ganz besondere Beziehung zu diesem Spiel, weil das ist das erste Spiel, das ich live durchgemacht habe. Mhm, stimmt, ja. Das war dann ja. Truths erstes Let's Play. Ja. Ist auch noch auf YouTube, falls jemand ansehen will. Truths erstes Let's Play, ohne Kamera dazu mal noch. Mhm. Da war meine sexy Stimme. Ja, genau. Und da habe ich übrigens auch meine erste Donation bekommen, The Last of Us. Also ein ganz, ganz großes Herzensprojekt da. Mhm. Also, ja, auf alle Fälle lasse was zwei Daumen hoch. Ich bin, werde auch nicht, glaube ich. Ich meine, ich habe Angst, weil ich sehr overhyped tue. Das ist dann nicht so gut. Ja, ich bin ja ziemlich safe, dass da Naughty Dog da keine Scheiße baut. Nein, Naughty Dog ist ein guter. Ja, ist also, ja, Uncharted Lost Legacy haben wir auch noch drin, haben wir ja auch ein bisschen angesprochen. Ja, genau. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie was zeigen werden bei E3, weil es ist halt ein Add-on. Ich will auch nicht so viel von dem Spiel. Aber hier. Ganz ehrlich gesagt, ich finde, das wird schon so langsam als eigenes Spiel aufgezogen. Es soll ja ein eigenes Discord kommen und alles, ne? Ja. Das ist für mich gar kein. Ganz ehrlich gesagt, für mich ist es an Shadow of Legacy kein. Es wird bestimmt so ein 5-Stunden-Ding. Ja, ich habe gehört 2 Stunden. Nein, ja, 5 Stunden soll es dauern. 2 Stunden auf eine CD fünf, zu brennen, ne? Ja, 5 Stunden. So fünf na, 5 Stunden um 35 Euro. Ich finde es ja relativ teuer. Aber wenn man sieht, The Last of Us, der DLC, yes, wie ist der nochmal? Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Der war auch 15 Euro. Left Behind, genau. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie sie mit diesen zwei Charakteren hier kommen, mit Nadine und der Chloe, wie die sich zusammen treffen und dann gegeneinander kämpfen. Freue mich, dass Chloe wieder dabei ist. Ja, das hat jeder gesagt. Hat jeder gesagt irgendwie. Ja, sie Spider-Man! Ja, zu Jules Herzenprojekt, glaube ich, weil da kann ich nicht viel mitreden, auf das freue ich mich. Ja, was heißt Herzenprojekt? Also, ja, also, was ist das jetzt für eine Unterstellung? Ey, Leute, ihr müsst, das muss ich jetzt sagen, bei der Gamescom, ne, da gab es einen Spider-Man und Jules rannte so zu ihm, so ein kleines Kind, so, darf ich mit deinem Foto machen? Das war so süß, da sah man so den kleinen Jungen wieder. Deswegen ist es ein Herzensprojekt, also muss das sein. Okay. Ich bin schon ein kleiner Fanboy von Spider-Man, vielleicht. es liegt auch nicht daran, dass ich hier eine kleine Figur sogar von ihnen habe. Wartet kurz. Schau, warte. Also, ah, Kabel! Bin gleich wieder da. Man hört dich die ganze Zeit schon, aber egal. Ja, eben, seht ihr, das ist doch so ein kleiner Fanboy. Oder sogar von Marvel gebrandet. Gebrandet. Kann man gar nicht sehen, ist schon zu dunkel. Ist so dunkel hier. Hi, ich bin Spider-Man. Ja. Siehst du zweimal im Bild Spider und der? Ja, du bist doch keine Spider-Man. Ja, du bist Spider-Man. Achso. Ach, Jesse. Ja, Jesse. Nein, aber ich bin echt gespannt, weil ich freue mich ja immer über ein geiles Spider-Man-Spiel. Und leider waren so die ganzen Games, die waren so lala. Ich habe die nicht alle gespielt, aber die haben so Durchschnittsbewertung. Ich muss zugeben, ich bin sehr gespannt auf das Game. Weil das ist ja von einem berühmten Entwicklerstudio. Ich weiß nicht mehr wer. Boah, ich weiß auch nicht wer. Also für dieses Spiel. Aber als sie das angekündigt waren, dachte ich so, boah, geil, dass sie das machen. Ich meine, es sieht gut aus. Games? Nee. Es sieht verdammt gut aus, aber es ist auch so dynamisch irgendwie. Da gibt es ja so eine Szene, da springt er irgendwie so durch den Laden oder so. Alles in ein Frame und so. Also richtig geil. Okay, das dann wie heute wieder. Ich gehe gar nicht auf Jessys Akzent ein, deswegen. Reden wir einfach weiter. Ja, Spider-Man, ich hoffe auf mehr Gameplay, das ist alles, was ich sagen kann. Ja. God of War. Oh, ja. Der Gott des Krieges. Kratos ist wieder da mit Bart. Ja, man hat ein bisschen Informationen. Man hat ja gemunkelt, wer der sein Junge ist. Man dachte so eine Gottheit, aber ist ja eigentlich
unbedeutender Name, ne? Weil viele haben so... Echt? Ich dachte, das wäre Thor. Eben, haben viele gesagt, ist es aber nicht. Sonja Stefanik hat den Namen... Nein, ja, wo? hat den Namen von ihnen rausgehauen und haben alle gesagt, das ist eigentlich ein unnutzer Gott oder so. Also es ist ein Gott, aber es ist der... Aber ich erinnere mich gerade nicht mehr daran. Ja, aber ehrlich gesagt, ich will auch nicht so viel von der Story wissen. Ich will einfach das ohne Vorwissen das einfach zocken, weil ich weiß, für mich ist... für mich ist God of War 3 für mich das beste Actionspiel überhaupt. Weil das Spiel fängt so brachial an und es hat keinen Durchhänger. Es gibt kein Spiel, wo ich so viel Spaß hatte die ganze Zeit. Ja? Weil God of War 3 ist einfach so ein Rausch von Action, dass ich in keinem anderen Spiel mehr hatte. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf ein neues God of War, weil God of War Extension, das zähle ich nicht als neues God of War, das war einfach Blödsinn. Und das habe ich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ich weiß nicht, ob ich das sogar hier habe. Oder ob ich es verbrannt habe. Doch, das ist das Original noch da. Wahrscheinlich Scheiße, bei verdammt. Verkaufen. Aber ja, das war echt, du, das merkst du mir. Ist ja jetzt nicht so, als ob du das schon wüsstest, Jesse. Dass ich nicht deinen Akzent lesen kann. So. Ah ja, Denise, was sagst du zu God of War? Ja, ich freue mich. Bist ja auch so ein großer Fan wie ich, ne? Ja, genau. Ich freue mich riesig auf God of War. Weiß noch, wie wir beide ausgeflippt sind, als dann. Oh Kratos ja, es war so krass, kommt, ne? So aus dem Schatten so. Kratos. Das war schon geil, ey. Und man muss ja sagen, die haben jetzt erst die Musik, ne? Und wir haben so ein Grad, was ist das für eine Musik? Und dann, ja, kam dieser Trailer. Ich bin auch gespannt. Muss man aber sagen. Es war geil gemacht. Es war richtig geil, weil die hatten so eine Live-Musik drin, ne? Das war awesome. Und die haben nämlich draußen erst so God of War Musik gespielt, mhm, ne? Und auf einmal kam dann dieser Trailer, ohne irgendwas, dass man gesagt hat, ja, wer, da ist jetzt God of War oder so, sondern kam einfach so und ich fand's schon cool. Ich war auch so überrascht, dass die ja da schon im Gameplay was gezeigt haben. Ich bin ja eben gespannt, wie das Spiel werden wird. Also ich hab hohe Hoffnung, aber ich glaube, das wird einfach geil. Ich bin ja gespannt. Weil ich finde einfach so, Story hat ja God of War jetzt nicht so extrem wichtige, dass du jetzt sagst... Naja, er stirbt, er landet in der Hölle, er kommt wieder, ja, genau. Er stirbt, dann ist in der Hölle, er kommt wieder und ist mega piss und alle Götter töten. Ja, Story das von ist God of War. Und eigentlich geht es ja nur darum, um Gewalt. Ich bin jetzt mal gespannt, ich meine... Und um Sex. Es wird sehr viel geknattert. Ja, gerade ist halt produktiv. Ich würde dieser zutrauen in God of War machen, dass man zuerst die Mutter knattert, vielleicht, wo der Junge rauskommt, wer weiß. Boah, nee, so krass sind die nicht. Ja, okay, die sind schon, also wenn so drei, vier Weiber dann dastehen und denken so, what the fuck, es geht hier an. Wer hat mein Würstchen abbrennen lassen? Ich weiß nicht. Welches Würstchen denn? Ich würde schätzen, wie hier. Nein, ich möchte nicht, ich belasse keine Würstchen. Nein. Ich nicht, okay. Ja, also God of War auf alle Fälle wird geil, Leute. Freue ich mich richtig. Ich bin geil. Gespannt, ob sie was bringen eigentlich. Sie haben schon. Werden sie machen. Glaubst sie du? Machen. Glaubst du? Ja. Der ist gone! Mhm. Das absolute Überraschungstitel, wo jeder gesagt hat, das ist The Last of Us. Ja. Okay, das ist The Last of Us. Das ist auf jeden Fall The Last of Us. Ja, und dann wird es Days Gone. Ja. Wird ein interessantes Spiel, sag ich mal. Ja, ich bin auch dafür. Also. Sie haben jetzt ja einfach so aus nichts, ne? Man weiß eigentlich nicht viel draus. Ja? Man weiß eigentlich nicht geil. Viel darüber. Ja, finde ich auch cool, so eine neue Sache. Und sieht echt cool aus mit diesen Zombies, ne? Wo diese von allen die Seiten Spiegel, kommen. Boah, awesome. Wow, das ist so krass. Awesome. Also, da habe ich Stresslevel pur, glaube ich mal. Also, ich bin auch sehr. So muss ein Zombie-Spiel jetzt mittlerweile aussehen, Freunde. Ja, genau. Ich bin ja echt gespannt, was sie zeigen. Ob sie so mal Story ein bisschen zeigen. Also, leicht anschneiden. Nee, will ich überhaupt gar nicht hören. Ich will eher Gameplay sehen. Ich will nicht so viel von der Story immer hören. Ich bin ja gespannt. Ich weiß nicht, ob das Gameplay war, was sie da schon da gezeigt haben. Weißt du, was soll denn das sonst sein? Ja, ich weiß, mal sehen. Nein, das Gameplay haben sie ja schon gezeigt eigentlich. Also was... Ja, das sollte nur mehr sein. Ich glaube, ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht mal, wann es rauskommt. Vielleicht sagen die auch nichts mehr dazu. Ja, haben sie mal rausgekündigt und jetzt entwickeln die das erstmal. Wäre auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, auch nicht schlecht. Ja, Detroit Become Human. Ey, ich freue mich so derbe auf das Spiel. Wir haben ja auf der Gamescom noch so eine Präsi gesehen. Mhm. Ey, ich hatte so Gänsehaut bei dieser Präsi, weil die Musik, die Atmosphäre, die ist so geil. Und ich freue mich so dermaßen auf das Spiel, weil das wird einfach so derbe reinhauen. Ich frage mich halt, wann es endlich kommt. Ja, das ist auf alle Fälle. Das dauert echt lange, ey. Weil ich glaube, die haben dazu mal haben Quantic Dreams gesagt, wo sie diese Kara-Technik da, wo sie diesen Trailer mit diesem Gesicht da.
Mhm. Sie haben ja nur gesagt, was sie halt für Leistung bringen könnten. Und nach kam ja dieses Spiel daraus, also ich weiß nicht, Beyond Two Souls ja auch jetzt schon längere Zeit her, war ja noch PS3 Zeiten. Also ich hoffe jetzt mal, geil wäre, wenn sie jetzt ein Release-Datum rausbringen würden zur E3. Ich hoffe ja noch dieses Jahr, irgendwie Ende Weihnachten oder so wäre richtig. Das wäre cool, ja. Boah, da will ich abgehen, Alter. Ich will nicht irgendwie hören, so 2018, Ende 2018 oder Anfang 2019, da habe ich keinen Bock drauf. Na, das war mich jetzt viel zu lange, muss ich sagen. Ich möchte ihre Zeit geben, ne, weil... Ja, aber die hatten jetzt schon genug Zeit, ey, die müssen auch mal was abliefern. Ja, jetzt. Aber ich glaube, es ist nicht so leicht, weil du musst wirklich jede Sache, klar, die das Spiele machen. Also man hat ja schon bei der Präse gemerkt, wie viele Wege es gibt. Also das ist schon echt beeindruckend. Und das da musste ich mal Telltale Games mal eine Riesenscheibe von abschneiden. Ey. Ja, da merkt man wirklich die Entscheidung, was man macht. Ja. Weil das wirklich, wenn du, weil ich weiß noch, früher bei Heavy Rain habe ich jemanden angerufen, hast du da gemacht, ich habe das, krass, ist da das nicht gewesen? Nee, es war nicht diese Szene. Und das, weil mein Hauptcharakter kann einfach mal sterben und dann ist er einfach weg. Ja, dann gibt's nicht mehr nochmal. Ja, dann gibt's nicht mehr. Das ist schon irgendwie... Man muss jedes Mal kämpfen um die Charaktere. Also ich bin echt gespannt, freue mich wahnsinnig. Ich bin ein großer Fan von Quantic Dreams, also... Ich auch, ey. Also hier, Beyond the Souls hat mich dann wieder so ein bisschen so, Nee, ich fand's mir aber jetzt freue ich mich wieder so dermaßen als Detroit. Ja, auf alle Fälle. Vor allem, ich mag die Geschichte da. Und es gibt wieder zwei Charaktere. Gibt's hier sogar noch mehrere? Ja, sie haben mehrere, aber bisher sind nur zwei bekannt. Detective, ja genau, es gibt nur... Es dann gibt es die Detective Cara und dann diese... Und die Frau, dieser Cyborg, der dann einen auf Mensch machen möchte. Ja, aber der Detective ist ja auch ein Cyborg. Naja, aber die andere will ja so ein Mensch sein. Ja, sie möchte ja. Weil anscheinend laut der Story heißt es ja, so sind es ja die und die werden so distanziert, weil sie ja so Cyborgs sind. Die haben ja keinen eigenen Willen oder so, keine Ahnung. Kleiner Rant wieder von mir, wieder das Film-Serien-WGP von mir. Wer auch gerne mal so Geschichten über Cyborgs und alles so gerne mag, den empfehle ich ganz groß, Westworld. Von HBO produziert, geht es darum auch, auch Western-Setting, aber auch viel mit Cyborgs und so. Und es ist eine sehr, sehr geile Serie. Das nur als kleines Infoschen am Rande. Okay, kommen wir weiter zu einem weiteren Spiel, das mich irgendwie überhaupt nicht interessiert. Das geht mir am Arsch vorbei. Das ist nämlich Death Stranding. Ja, das interessiert mich auch nicht. Also ich weiß nicht, das Spiel kann man gleich mal. Ich würde ja auch niemals ein eigenes Video über die Spiele machen und nicht über eine Stunde. Also was ist das jetzt? Also, ne Freunde, es wird mein Highlight wieder. Ich will Gameplay sehen, Freunde. Ja, Kojima, ich hoffe, weiß, was du siehst. Aber ich vermute es nicht. Ich weiß, doch, der haut was raus. Nein, es wird nicht. Doch, der muss was raus, sonst bin ich sauer auf den. Nein, Asiaten. Ich glaube, die haben noch einen Trailer raus und dann... Na, boah, wenn der das macht, dann bin ich so sauer. Ich sage es dir. Ja, aber von... Dann bin ich richtig enttäuscht. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, der ist schon so weit... Der letztes Mal gesagt, der ist nicht mehr bei Speisekarte. Der zieht das nur an. Ich weiß es nicht. Ich würde natürlich mich freuen. Ich würde Gänsehaut kriegen, Leute, wenn der ein Gameplay raushauen würde. Auch wenn die Trailer immer geil sind. Aber ich will... Jetzt ist es wirklich so. Der hat schon zwei Trailer rausgehauen. Hm. Ja. Der muss jetzt was... anbieten. Ich verlange ja keine 10 Minuten Gameplay, so nur 5 Minuten. 5 Minuten. Aber gucken, abwarten. Ja. Wir wollen jetzt nicht so viel über Death Stranding, weil wir haben schon echt so viel. Ich bin sowieso gespannt, ob er kommt. Ob Kojima Death Stranding hier ankündigt. Ja, ob der live da sein wird, weiß ich nicht. Nein, ich meine generell, ob Death Stranding ein Thema sein wird. Das wird Thema sein. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Das ist ja ihre Hauptprojekt quasi gerade bei Sony. Ja. Das Mega-Projekt gerade, finde ich. Mhm. Aber naja, über Death Stranding, kurze Eigenwerbung für uns. Haben wir sogar schon zwei Videos gemacht über Death Stranding. Die Vermutung, um was es gehen wird und alles dran. Falls also sehr, sehr interessant. Mhm. Einfach mal rein und einfach mal ein Like da lassen. So. Gran Turismo Sport, mein Highlight, ja, nicht. Ja, wieder weg. Ja, also interessant. Kommt direkt das nächste Highlight, Knack 2. Wer kennt's nicht? Weg damit. Ja. Also, mich wundert überhaupt, dass Knack 2 kommt, aber gut. Ja, Crash Bandicoot. Freue ich mich drauf. Ist meine Kindheit, genauso wie bei Denise. Ja, genau. Der bessere Mario, sage ich immer dazu. Okay, das will ich jetzt nicht sagen. Ich finde halt, nein, Denise. Ich fand irgendwie cooler. Gerade du als Nintendo-Fanboy. Ich mag Zelda, aber ich mag nicht. Also, ich mag Mario auch, aber ich bin mehr Zelda-Fan. Ich bin Zelda-Girl. Ah, okay. Wie man hier auch schön erkennt, ja, ich mag T-Shirt. Geiles T-Shirt übrigens. Danke.
Dankeschön. Ja, ich mag halt Crash, weil er ist so freaky abgedreht. Ja. Und ich liebe den Humor in diesem Spiel. Was ist das? Ein Beuteldachs, oder? Ja, irgendwie so. Ja. Beuteldachs. Mhm. Und ja, das, was man schon gesehen hat, das sieht schön aus. Muss man ganz klar so sagen. Mhm. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich brauche das jetzt nicht auf der E3. Ich will eigentlich nicht mehr davon mehr sehen. Ja, ich glaube, sie werden Gameplay kurz zeigen von denen. Also man ja, haben sie schon gemacht, ein anderes, aber neueres Spiel sehen, als wieder so geil wäre, wenn sie Crash Bandicoot, das eh bald rauskommt. Versteht ihr, was ich meine? Warum weiß man schon, wann das rauskommt? Das kommt bestimmt nächsten Monat oder so. Kommt ach das schon? Ja, dann werden sie es, glaube ich, nicht zeigen, weil es in diesem Monat ist ja auch die E3. Also ich glaube nicht, dass die da cool, wenn sie ein ganz neues Crash Bandicoot ankündigen würden. Aber ich glaube, sie warten jetzt ab. Das wird aber, glaube ich, auf jeden Fall kommen, glaube ich. Ja, ich glaube, sie warten ab. Sie machen jetzt die Trilogie und dann schauen sie mal, wie reagieren die Leute auf diesen alten. Weil, wie sagen wir mal, vielleicht wir kennen ihn, andere kennen Leute eben nicht mehr. Und dann schauen wir mal. Ja, ey, komm, Crash kennt jeder. Okay, Chat, kennt jeder Crash Bandicoot? Sony ist, PlayStation ist ja jetzt kein No-Name-Konsole. Die sind alle 90er-Kiddies sind mit Crash Bandicoot aufgewachsen. Ja, erzähl aber mir eben, vielleicht die 20er-Kinder. Ja, okay, die ist das jetzt was Neues, aber gut. Ja, soweit war es eigentlich jetzt. Ja, ich möchte nur ganz kurz. Guck, der Börde kennt's halt. Ja. Ich möchte mal ganz kurz, bevor wir zu einer anderen Kategorie gehen. Es ist nämlich sehr kurzfristig reingekommen. Developed Digital wird Denise höchstwahrscheinlich nichts sagen, oder? Gerade jetzt nicht, ne? Ja, das ist ein großes Entwicklerstudio, das sich sehr für Indie-Spiele einsetzt. Zum Beispiel einer der berühmtesten Spiele ist natürlich Hotline Miami. Ja, Herzensprojekt wieder. Aber auch hier jetzt Shadow Warrior, was ich gerade für Denise empfohlen habe, was ich mir auch heute gekauft habe. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel ist. Und aber auch wie Broforce. Also man merkt so, die Typen machen geile Indie-Games. Und die werden zum ersten Mal auch auf der E3 eine Pressekonferenz halten. Oh. Gesagt wurde noch nicht wann, aber ich bin da sehr gespannt drauf, weil ich finde eigentlich, die machen sehr sympathische Games. Ich hoffe ja insgeheim, dass vielleicht Hotline Miami 3 kommt. Mal gucken. Also ich würde mich so drauf freuen, weil ich finde Hotline Miami ist so ein geiles Game. Ja, aber es gibt ja, was wir jetzt ja nicht machen, Leute, das seht ihr, falls euch wundert, warum es nicht. Es gibt natürlich diese PC-Gaming. Das machen wir nicht, also die diese PC-Show, aber die ist extrem lang. Also ich werde die auch nicht streamen. Nein, falls ich das streame, ja genau. Also schaut euch selber an, die geben halt viel Informationen über Dinge und ich muss sagen, ich könnte meinen PC nicht mal selber zusammenstellen, sonst interessiert mich sowas nicht. Die zeigen wenig Gameplay, meistens zeigen sie mir die neue Nvidia und zeigen dann das Grafikkarten Trailer. Genau, alles. Machen das so. Also da werde ich jetzt nicht streamen und deswegen reden wir auch nicht darüber. Was wir vergessen haben zu reden, ist über Nintendo, aber da ist nicht viel bekannt. Werden wahrscheinlich Mario Odyssey zeigen. Genau, viel mit Switch eingehen und so, vielleicht was Neues für Switch-Spiele. Ich weiß eben gar nicht mal, ob ich das streamen kann, weil meistens ist immer am Mittwoch, den 14. Juli, da bin ich falsch in den nächsten Urlaub rein. Es könnte nämlich sein, dass ich da vielleicht das nicht streamen kann. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht gehört, ob Nintendo und wann sie machen und wie und was. Hab ich schon wieder im Urlaub. Just saying. Habe ich leider nichts gehört. Muss ich hier wieder auf Fragespiel Überstunden machen. Aber gut, jetzt haben wir noch eine allerletzte Kategorie. Das ist nämlich, was ich mir wünsche. Yeah. Was wollen wir auf der E3 noch sehen, was hier noch nicht angekündigt wurde. Und ich sage, ein Titel und dann wechseln wir uns immer ab, weil Denise hat mir natürlich nicht vorher gesagt, was sie sich wünscht. Natürlich, ja. Aber du kannst natürlich sagen, so auf das freue ich mich auch. Naja. Aber schau einfach mal den ersten Wunschkandidaten raus. Also nämlich Sunset Overdrive 2. Weil ich finde, Sunset Overdrive ist ein echt geiles Game. Obwohl ich noch nicht einmal durch habe, will ich den zweiten Teil haben. Weil ich finde die Idee eigentlich ganz geil. Ich will jetzt nur noch eine Fortsetzung haben, noch ein bisschen schliffiger. Ja? Was ich halt bei Sunset Overdrive richtig geil finde, es hat dieses Tony Hawk Charakter. Ich weiß nicht, ob ihr ganz früher noch die ganzen Tony Hawk Games kennt. Es war auf jeden Fall bei mir einer der Spiele, die pausenlos liefen. Tony Hawk Pro Skaters 2. Das war einfach so ein awesome Spiel, weil es hat so Bock gemacht, einfach rumzuskaten und gegen deine Freunde noch in Splitscreen zu zocken. Das hat mega Fun gemacht. Und dieser Spirit hat irgendwie Sunset Overdrive, dieses abgefahren, einfach so auf die Kacke draufhauen und irgendwie coole Moves machen. Und deswegen würde ich mich freuen auf den zweiten Teil, aber wird wahrscheinlich nichts kommen. Nein, ich glaube auch nicht, dass die, weil es war ja dazu mal, muss man sagen, einer der ersten Titel, ne, für die Xbox One. Ja.
süß. Aber ich würde mich auch freuen. Was ich mich freuen würde, ich weiß, dass Stuze es nicht genommen hat, weil von Square Enix Final Fantasy 7 Remake, ich würde mich endlich mal auf ein Gameplay, so, auf das ja, Kampfsystem okay, freuen. Würde ich mich mal freuen, wenn die das bringen. Ich glaube, die werden da was raushauen. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich glaube, ja, ja. Sony, ne? Glaube, wird das auch, glaube ich, machen. Ja, ja. Wenn Square Enix nichts Eigenes macht, dann wird das auf ja, jeden Fall Sony. Ich würde mich wahnsinnig freuen, weil es ist schon ein großes Projekt. Spiel. Und sie haben immer gesagt, sie machen das Kampfsystem anders. Das haben wir bisher aber heute noch nichts gesehen, was sie machen. Ja, man hat die Grafik gesehen. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ich bin noch gespannt, was sie da machen. Ich freue mich. Ich bin halt sehr skeptisch von diesen Episoden. Ja, oh Gott. Ich bitte, hey, Sparinix, falls ihr uns zuhört, ihr habt Hitman gesehen, wie das scheiße gelaufen ist, ne? Und du kannst kein Final Fantasy, wo willst du deine scheiß Episode reinbringen? Ich meine, klar, das ist über 100 Stunden nur Story, aber klar kannst du da Episoden machen, aber wann und wo und wie? Du kannst nicht, wenn jeder kennt, hoffentlich, Ding, wenn Ares stirbt, kannst du nicht einfach jetzt sagen, so, gut, nächste Folge geht's weiter. Danke, nächstes Spoiler. Ja, und danke, nächstes Mal geht's weiter. Und ich denke mir so, geil, das wär echt, aber bitte, lass diese scheiß Episode raus. Das wäre auch cool, wenn sie kommen würden und sagen so, ja, ist Final Fantasy 7, wir haben zwar nichts, aber wir sagen euch eins, wir machen keine Episode. Da würde ich auch jubeln, ganz ehrlich gesagt. Nee, die werden das jetzt schon durchziehen mit diesen Episoden-Games. Weil anscheinend ich bin halt nur gespannt, wie viel Stunden die Episode hat. Mhm. Weil wenn jede Episode nur 6 Stunden geht, dann denke ich dir auch so, Ja, eben. Ja, ich bin gespannt, weil es wirklich ein langes... Also die Stunden sind lang. Es ist so, als ob du Fallout 4 irgendwie in Episodentakt hast. Ja, genau. Das ja, so. Oder so ein Witcher 3, aber gut. Mhm. Aber ja. Ja, da hau ich dann wieder einen raus. Mhm. Alan Wake 2. Ich warte sehnsüchtig danach, denn ich bin ein sehr, 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 sehr großer Fan von Alan Wake. Das ist ja richtig awesome, das Game. Gab's ja auch zuletzt jetzt auch ein Steam Sale. So wirklich so für 3 Euro oder so. Also aber hast du gehört, das geht raus, ne? Naja, die nimmst vom Steam. Also es wird offiziell nicht mehr digital verkauft, weil es rechtliche Konsequenzen irgendwie geben soll. Höchstwahrscheinlich wegen der Musik, weil da waren sehr viele Songs, rechtliche Songs drin und höchstwahrscheinlich werden sie jetzt irgendwie verklagt, deswegen. Deswegen dürfen sie höchstwahrscheinlich das nicht mehr digital anbieten. Na ja, gut. Aber ich finde so, selbst bei Amazon kriegt man jetzt Alan Wake für einen Schnappi. Von daher, wer es wirklich noch nicht gezockt hat, bitte holt es euch, Freunde. Es ist ein sehr, sehr geiles Game, storymäßig auch fantastisch. Wer so Sachen mag wie Stephen King, Twin Peaks, so Mystery-Sachen, einfach kaufen und Spaß mit haben, Freunde. Vor allem, ich habe durch Alan Wake eine meiner absoluten Lieblingsbands entdeckt, das ist nämlich Poet of the Fall, die einfach eine geilsten Rock-Poeten-Bands sind, die es gibt. Und ja, ich würde mich mega freuen, wenn Remedy da was raushauen würde. Vielleicht, ja. Also es ist noch nicht wirklich so vom Tisch, glaube ich. Es liegt irgendwie noch da in der Luft von Remedy. Weil die haben irgendwie Bock auf was anderes. Moin, Tresses! Wie geht's dir, mein Freund? Danke schön. Gut, ja. Wie stehst du zu Alan Wake? Ja, ich bin mich riesig freuen. Alan Wake war ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich glaube, ich war mein erstes Spiel auf der Xbox 360, was ich wirklich durchgezockt habe. Was mich so gepackt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Das war echt schon cool, muss ich sagen. Was? Ich wusste wieder, die Früchte der Liebe. Also Leute, ein Geheimnis von Jesus, wer viel Liebe in seine Beziehung mitbringt, einfach Wiener Würstchen machen. Einfach Würstchen rauspacken. Ja. Ja, Leute, die Sachen. Einfach reinstecken. Denise, du bist dran. Ich bin dran. Es ist jetzt nicht ein seelischer Wunsch, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, weil vielleicht für viele auch jetzt hier denken, Red Dead Redemption 2 wird sicher auch ein großes Thema sein bei Sony. Da wird nichts kommen. Glaubst du nicht, dass mir das kommen wird? Nee, ach, ich glaube schon irgendwie. Vielleicht ein Trailer, aber so Gameplay gar nichts. Ich glaube schon, dass sie was raushauen. Also ich hoffe es halt nun mal, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie was raushauen. Aber ja, ist jetzt nicht das, was ich sage, ich wünsche es mir sehnlich, aber es wäre schon cool. Echt? Ich hätte mega Bock drauf, wenn die was raushauen. Ja, die haben jetzt aber einen langen Trailer rausgehauen, muss man sich auch schon wieder sagen. Also ich bin ja gespannt, was sie machen, also... Übrigens, das Foto, das geleakt wurde, ne? Habt ihr das ja schon erzählt. Aber für die, die das nicht mitbekommen, es kam ja ein Foto und man dachte vielleicht, das ist von Red Dead Redemption, das ist falsch. Okay. Da... Ist ein Wunsch, der vielleicht einige vielleicht jetzt nicht nachvollziehen können oder vielleicht das Spiel gar nicht kennen. Aber Star Wars
The Knights of the Old Republic. Vielleicht kennt ihr das MMO. Star Wars Old Republic. Das ist halt quasi der inoffizielle Nachfolger von der Knights of the Old Republic Reihe. Aber ich muss sagen, vielleicht sieht man ja bei der EA, dass an einem Remake gearbeitet wird. Weil es ist auf jeden Fall irgendwo ein Remake, weil man sieht immer öfter mal Bilder, die auftauchen von Remake. Also offiziell hat es noch keine angekündigt. Deswegen hoffe ich so sehr, dass irgendwann mal ein Remake von Star Wars The Knights of the Old Republic kommt, weil ich habe es ja auch mal gestreamt, aber habe dann gemerkt, so irgendwie ist es ganz komisch, weil irgendwie nimmt der meine Spielszenen, Zwischensequenzen nicht auf. Deswegen habe ich das Projekt vorerst abgebrochen, bis ich da eine richtige Lösung für habe. Aber ja, ich liebe Star Wars The Knights of the Old Republic. Ich habe das als Kind jedes Jahr einmal gezockt, das war wirklich so ein Traditionsspiel. Mittlerweile habe ich jetzt keine Zeit mehr dafür, immer so ein Riesenspiel durchzuzocken, aber auf jeden Fall ein absolutes Herzprojekt und ich würde mich so freuen auf ein Remake. Ja, das hättest du gar nichts sagen können. Ich leider nichts dazu sagen können, weil ja. Ich lese ganz kurz im Chat: Wiener Whisky, Hotdogbrot, angebratene Zwiebel, Paprikas und Zwiebel drauf. Das hört sich gut an. Muss man echt sagen, so ein Hotdog. Spiegelei weiß nicht, habe ich noch nie probiert, aber hört sich nicht schlecht an, Tresses. ja, mein Ding, also war mir gerade so bei Remakes sind. Ich weiß nicht, ob du das kennt. Würde mich natürlich auf einen neuen Teil freuen, leider kommen die immer nur in Japan raus. Project Zero? Ich weiß nicht, ob das jemand was. Ja, Siggi! Ja, Siggi. Du tust das so, als ob ich vor der Angst wäre. Ich würde mich wahnsinnig freuen, entweder dass sie den ersten und zweiten Remaken oder einen dritten Teil. Aber meistens muss man sagen, kommen aber die raus und sind dann. Projekt Zero, der kommt ja aus nix. Also das. Doch, ich fand 0%. Das so. 0%, dass da was so auf der E3 kommen wird. Nein, das ja, klar, nicht kommen, dann ist es geil, Herz, aber. Es wäre ein Herzding, ja, was ich gerne hätte. Also, ich würde mich wahnsinnig freuen. Ich freue mich auf Fallout, Call of Duty und South Park und Pokémon Go. Vielleicht Pokémon Go bringen sie Pokémon auch. Pokémon Go was. 2. Ja. Oder Pokémon Go für Switch. Das könnte aber auch gehen, Leute. Ja. Das will ja gehen. Hat Nintendo Switch die Kamera? Ich glaube schon, ja. Oder vielleicht für ein 3DS, kann ja auch sein. Ja. Ja gut, Project Zero ist halt ein Wunschgedanke, wird aber nie kommen. Wird nicht kommen. Muss man knallhart so sagen, weil das ist eigentlich unrealistisch. Mhm. Resident Evil 2 Remake. Kommt auch aus dem Nichts. Pause. Nein, aber Kommt auch aus dem Nichts eigentlich. Ich weiß es nicht. Wobei, nein, es war ja so, dass Resident Evil 2 Remake erst von Fans so entwickelt wurde, ne? Und dann kam ja, Capcom hat das natürlich mitbekommen, haben gesagt, wow, bevor ihr das selber entwickelt, komm, wir machen's. Ja, und hat dann gesagt, so, wir machen jetzt ein Resident Evil 2 Remake. Und jetzt, durch den wieder Hype durch Resident Evil 7, vielleicht sieht man jetzt noch was von Resident Evil 2 Remake, weil sie arbeiten auf jeden Fall dabei. Das weiß man. Aber ob sie da was raus werden, weiß ich nicht. Ist auch sehr unrealistisch, weiß. Aber ich würde es so gerne sehen, weil Resident Evil 2 ist einfach mein Liebling. Ich würde es auch gerne. Das als Remake, ey, boah, da bin ich flend, ey. Ich muss ja sagen, ich habe Resident Evil früher mal, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Effekt, wenn jemand sagt, boah, Spiele von früher sind so cool. Ich erinnere mich noch an Resi. Und als ich das letzte Mal meinen Stream gemacht, ich habe das mal im Stream gemacht, wie verpixelt das eigentlich war, ne? Das ist dann gar nicht mehr so derb, ne? Und ja. Es hat schon irgendwie noch so seinen Charme irgendwie. Ich habe irgendwie so ein Fetisch gegen. Das ist aber wirklich so ein Mensch, ne? Das muss man echt sagen, ne? Ja, aber es hat so. Aber das hat wahrscheinlich auch viel mit meiner Kindheit zu tun. Ja, eben, ich meine ja, das ist immer. Das ist das Gleiche, wenn ich. Weil, wenn ich jetzt so ein Spiel anzocken würde, glaube ich, dann würde ich sagen, ey, was ist das für ein Scheiß hier? Ja, genau, es ist echt so manchmal. Es ist leider so. Kann ich verstehen. Deswegen will ich ja das Remake haben. Ja, das wäre schon. Das soll so sein wie Resident Evil 1 Remake. Das war echt. Ich bin die sauer. Das war verdammt gut. Verdammt gut. Ja, aber sagen wir mal bei Remake bleiben. Ich würde gerne Silent Hill 2, wäre auch cool. Werden sie aber nicht machen. Ich weiß es nicht. Die Rechte liegen bei Konami und Konami macht nur Scheiß. Ja, ich meine eben, ich sage euch mal, Konami, wenn ihr jetzt einen Schlagzug mit einem Silent Hill und Metal Gear Solid 3 machen will und Geld damit verdienen will, wisst ihr, was er machen müsste? Er müsste einfach die Silent Hill bis 3, ja 4 kann auch noch, alles remaken, geil remaken, Metal Gear Solid bis 4, okay, 4 sieht eigentlich eh noch so, nicht gar nicht so schlecht aus, muss man sagen. Nee, aber so 3 mussten sie einfach alles remaken, dann können sie sich Geld, und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn sie das ankündigen würden. Aber nicht so remaken, wie sie jetzt das rausgebracht haben, ne? Ich weiß nicht, hat jemand das Silent Hill 2 auf der Xbox 360? Ja, das war einfach ein Port auf die nächsten Konsolen. Genau, das war gar so nichts mit
neue Grafik oder sonst was. Und, aber sie haben das auf der Packung. Ich hatte es gar nicht da, aber sonst könnte ich das auch mit Metal Gear Solid haben, wir das auch ich so. Ich hab's da, aber ich hab keinen Bock aufzustehen. Und deswegen, ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn es uns so geil remake wie, man muss sagen, Resident Evil 1 Remake sieht schon echt geil aus. Das kann man sagen, was man will. Ja. Okay, du bist dran, Denise. Ich hab also wenn du noch was hast. Nein, ich hab ja grad irgendwas Resident Evil 2 und so. Ja, das hab ich ja auch gesagt. Schau, du hättest noch was, was du dir wünschst. Nein, ich warte. Okay. Dann hau ich noch was raus. Ja, Shenmue, schon wieder. Ich wünsche mir unbedingt ein Remake von den ersten beiden Teilen. Es wäre auch finanziell gesehen ein Geniestreich natürlich, erstmal die ersten beiden rauszuhauen, damit die Leute, erstens die Leute wieder Bock auf Shenmue kriegen und zweitens die Leute abholen, die Shenmue gar nicht kennen. Ja. Aber das Problem ist, sie hätten natürlich auch Bock drauf, die neu zu machen, aber die Rechte liegen bei Sega noch. Und wer es vielleicht mitbekommen hat, Sega plant irgendwie noch zurückzukehren. Es war ja irgendwie so ein finanzieller Bruch mit Sega, der ging ja fast pleite. Und jetzt versuchen die wiederzukommen mit stärkeren Marken. Ich glaube, es ist sogar ein neues Sonic angekündigt, wo du sogar deinen eigenen Charakter erstellen kannst. Irgendwas habe ich da auf Twitter gelesen. Ach schon? Aber ich habe mich da nicht so richtig informiert. Aber ja, jetzt ist die Frage, wie Sega das jetzt machen möchte. Ne? Wenn Sega nett ist, dann sagen sie, okay, entweder geben wir euch die Rechte oder wir machen selbst. Ich hoffe halt nur, dass es ein Remake kommt. Weil machen könnte man so easy. Ich weiß nicht. Einfach nur Grafik drüber und gut ist. Sega muss halt gleich was Gutes raushauen, ne? Weil sonst können sie gleich wieder einbacken, weil. Ich glaube, finanziell gesehen sind sie jetzt wirklich schwach drauf, weil die Sony letzten. Weil letztes Mal, glaube ich, haben sie wirklich nur die Sonys rausgebracht und die waren wirklich schwach. Ja. Und ja, die müssen halt was raushauen, damit sie halt, ja, Geld kriegen. Ja, Leute, was ich jetzt eigentlich noch, das war's eigentlich von unserer Liste jetzt her. Ich würde es gerne noch im Chat fragen, falls ihr Bock habt. Was würdet ihr euch denn wünschen für die drei? Was wäre euch ihr Titel, was ihr jetzt sagt, so gut, das wünschen wir uns jetzt für die E3 oder generell so als Spiel mal? Also ich würde mir noch übrigens wünschen, entweder neues Bloodborne oder neues Dark Souls. Dark Souls würde ich höchstwahrscheinlich nicht bekommen, aber Bloodborne vielleicht. Könnte man vielleicht meinen. Ja, stimmt. Es wird schon wieder Zeit vom Software. Müssen wir wieder was raushauen. Also da würde ich mich echt freuen, weil ich meine, klar, ich habe jetzt gerade hier noch The Search, aber es ist halt kein From Software Game und es ist halt. Weißt du, was ich auch gelesen habe, dass viele vermuten, dass in GTA 6 ankündigen wird. Ach Quatsch, Alter. Rockstar macht Red Dead Redemption 2, Digga. Wie soll das funktionieren? Ey, denk doch mal nach, bevor ihr so eine Scheiße postet, ey. Ja, ich hab letztes Mal gepostet, dass sie da irgendwas. Es gab schon Gerüchte, um was es geht. Ach, dass es. Dass sie so eine Studie gemacht haben, eigentlich aus GTA 5 und so. Ein neuer Warcraft oder ein Pokémon Go MMO. Echt, jetzt bist du so auf Pokémon Go gehypt. Ja, wie sollen die ein neues Pokémon Go raushauen? Es ist ja kein. Klassisches Game, das ist ja nur eine App, Crassus. Ich hatte Angst, Crassus. Und Warcraft wird auf der E3 kein Thema sein, außer vielleicht bei der PC-Convention. Ja. PC... Games. PC-Games. Ja. Oder Rockstar macht ein Pokémon. Ja, ich Rockstar sag, macht ein Pokémon. Angst, Crassus. Pokémon Go wäre eigentlich kein schlechtes Spiel gewesen. Oder App oder so. Das Problem ist, die ganzen geilen Neuerungen, die sind... Freaks. Cool, ne? Also die hören sich jetzt cool an. Nee, das kannst du eigentlich tauschen, es gibt mehr Po. Also es kam alles zu spät. Also ist keiner nach übrigens, ne, wo wir gerade über Warcraft und so reden, wusstet ihr, dass Destiny genau, nicht für Steam kommt, sondern für Blizzard. Echt, ne? Ja. Das kommt über ihren Battle.net-Account. Und das ist das erste Spiel, das auf dem Battle.net-Account läuft, das nicht von Blizzard selbst entwickelt wurde. Ich frag mich halt warum, weil ich konnte irgendwie nichts dazu finden. Keiner vielleicht, sagt warum. Vielleicht haben die da mitgearbeitet oder so. Nein! Weil, ja, aber das, ich würde das nicht, außer ich krieg Geld dafür. Und ja. vielleicht sagen sie, das Battle.net von den Daten her sicher und so, weißt du, irgendwie so. Nochmal, ich hab's nicht verstanden. Mit was? Was jetzt? Das ist immer so blöd, ne, wenn die Leute sagen so, ich hab's nicht verstanden. Aber nicht dazu schreiben, was? Ja, ihr müsst immer so denken, Leute, wir haben immer ein Delay, ne? Also wir reden schon wieder über 100 andere Sachen. Ja, was könnte man sich denn noch wünschen? Geil wäre ein neues Bioshock. Oder von Entwicklern. Ja,
Wirklich, aber Infinity war gut, muss man sagen. Infinity war geil, ja. Mhm. Wär mal cool. Hat auch aber ein bisschen auch die Reihe gerettet, finde ich. Hätten sie nochmal Bioshock in der Unterwasserwelt gemacht, in Rapture. Alles nochmal von vorne. Also, hallo, also ich kann mal die Fantasy machen. Alles nochmal von vorne, okay. Wir reden heute über die E3. Witcher 4. Wäre geil. Nein, machen sie nicht. Witcher 3 ist fertig. Die machen. Oh! Ey, Cyberpunk! 2077, Freunde. Ja, das müssen wir uns merken. Jetzt von den Entwicklern von. Das wird richtig awesome, ey. Die haben sich schon den Namen gesichert, ne? Cyberpunk. Ich wollte sich jetzt kriegen lassen. Der, CD Projekt hat ja ein, wie nennt man das? Halt so ein, Werbebanner, sag ich mal, aber hier, den kennst du wahrscheinlich gar nicht, aber der Fabian Döhler ist ja so das Werbeschild von CD Projekt, der arbeitet ja für die, glaube ich. Und der war letztens bei Rocket Beans, da hat er ein bisschen so schnabuliert über Cyberpunk und hat gesagt, das ist ein sehr ambitioniertes Spiel. Es wird auf jeden Fall auch vielleicht auch fliegende Fahrzeuge geben. Also das ist natürlich auch nur Spekulation. Aber ich bin sehr gespannt, weil ich finde, CD Projekt macht echt geile Games. Ja, auf alle Fälle. Warum Pause? Hast du Google wegen Destiny? Achso, das, ja. Ja, ich bin echt. Da bin ich echt gespannt. Cyberpunk bin ich da. Wo es diesen einen Trailer, gibt, wo du diese eine Szene für 3 Minuten siehst, ne, wie die so langsam vor sich hin läuft, das sieht schon geil aus. Also ich bin gespannt. Aber es wird noch verdammt lange dauern. Ja, weil es ist wieder ein langes Spiel von denen. Und ich glaube, ich warte schon wieder so für dieses Spiel Jahrhunderte brauchen. Ich habe, glaube ich, für The Witcher 3 bin ich fast ein Jahr gebraucht. Das Problem war jetzt nicht, dass ich immer gezockt habe und nicht weitergekommen bin, sondern ich habe gezockt, dann kam wieder ein neues Spiel. Das ist wieder so kurz, man dachte mir, komm, zockst das wieder zuerst. Dann kam wieder ein nächstes Spiel und das wäre immer das Problem. Das ist eben so groß, aber ich möchte ja jetzt nicht reden, dass das Spiel zu groß ist. Also das war ja jetzt ein Fehler. Wenn ich immer wieder zu anderen Spielen sage, sind zu wenig. Ja. Okay, Freunde, ich würde dann sagen, das war so ein kleiner Foreshadowing-Talk zu der E3. Genau. Wir werden auf jeden Fall die E3 streamen. Und wir werden natürlich danach nochmal über ganz ausführlich über die E3 labern, snaggen. Ja. Snaggen, werden wir wahrscheinlich wieder einen Stream machen oder so, wir wissen es noch nicht genau. Aber auf alle Fälle, könnt ihr mal wetten, vom 10. bis 13. Juli wird jeden Tag ein Stream laufen. Ich sage jetzt nur lange an Plötze. Alle hassen Plötze. Ich hasse Plötze nicht. Nein, Plötze ist süß. Das Mädchen, weil man ja, wenn man genau hinschaut, gar nichts sieht. Aber ich finde es ja komisch, wenn Plötze weiblich ist, dass ich sie immer besteige. Und reite. Okay, mit diesem sexuellen Witz wenden wir hier quasi für YouTube jetzt, weil wir streamen natürlich weiter. Ja. Und damit sage ich herzlichen Dank fürs Einschalten, Freunde. Lasst einen Kommi da, wenn ihr auch noch weitere Gedankensprünge habt oder vielleicht auch Infos noch vor der E3. Ich hoffe, wir werden es noch vor der E3 raushauen können, das Video. Ich schaue nach oben. Denise, kriegen wir das hin? Ja, das kriegen wir hin. Jetzt müssen wir schauen, mal in welchem Wochenplan. Ne? Aber ich glaube, solche Videos aus dem Instream machen, werde ich eh unter der Woche raushauen, Leute. Weil das kennen ja eigentlich fast alle schon. E3-Talk hier beendet nur mit. Also einen Snaggen über E3-Talk. Schnaggen. Schnaggen über E3-Talk. Warte, ich wechsle jetzt mal irgendwo hin. Irgendwo hin.